Hallo, ihr Brettkarten- und Tabletop-Spieler. Mein Name ist Marcel. Ihr kennt mich als Herrn der Spiele und ihr habt hoffentlich schon mein Review bzw. mein Preview zu Epochs Course of Cultures von IceMax gesehen. Ein, wie ich es gesagt habe, Eurospiel mit Engine-Building-Mechanismen, Hand-Management-Mechanismen in dem Gewand eines Zivilisationsspiels. Ich habe euch das Ganze letzte Woche hochgeladen. Die Kickstarter-Kampagne ist live und ihr habt euch im Weiteren ein Playthrough dazu gewünscht. Ich habe kurzfristig, ja, zu Beginn erstmal zwei Kameraden zusammengetrommelt, also Christian und Tim, von denen Tim jetzt leider spontan abgesagt hat. Aber Christian und ich haben das Ganze zu zweit gespielt. Kurze Anmerkung dazu, der Unterschied vor allem ist, naja, neben der etwas kleineren Karte und ein paar Interaktionen, die halt geringer sind, dass wir beim Ausspielen einer Inventions-Karte jeweils beide den Einführungsbonus bekommen. Ich habe das Ganze im Preview angesprochen. Schaut euch gerne nochmal mein Preview dazu an. Heute seht ihr also ein komplettes episches Playthrough über komplette drei Epochen. Ich hoffe, wir machen so wenig Fehler wie möglich. Es ist ja dann teilweise doch etwas mit Mikromanagement verbunden. Wenn wir Fehler machen, schaue ich auf jeden Fall, dass wir die während des Spiels auch berichtigen. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß und dann sehen wir uns nochmal später. Schauen, ob Christian auch Zeit hat, ein bisschen mitzureflektieren. Viel Spaß beim Spiel. Ja, Christian, wir fangen an, indem wir würfeln. Wer den Startspieler bekommt, der die höhere Zahl würfelt, ist Startspieler. Du bist Startspieler. Nehme ich mal das Token. Dafür ist es vielleicht. Das heißt, du musst jetzt Folgendes machen. Du ziehst jetzt zuerst einmal eine Epochenkarte 2. So, die darfst du dir angucken, legst du verdeckt hin. Du darfst sie diese Runde nicht spielen. Die spielst du in der Epoche 2. Also im Prinzip, ja. Jetzt musst du zwei von diesen Marktkarten ziehen. Zwei, also eine nacheinander. Units legst du hier hin, Wunder dahin. Das ist der neue Markt, genau. Genau, wir ziehen immer zwei pro Upkeep-Step im Spiel zu zweit. Genau. Oh ja, die ist sehr gut. Gut, und jetzt darfst du schon explorieren. Das heißt, du nimmst ein Teil, drehst es um. Nehme ich immer das. Zum Beispiel. Genau, okay, da haben wir schon das. Genau, so, vollkommen richtig. Jawohl. Sehr schön. Und wir sehen, wir haben Barbaren entdeckt, nämlich hier. Ne? Das ist ein Barbarendorf. Die sind schon wichtig. Die kann man im Military Step angreifen. Man muss mindestens 4 schaffen. Hier sind die Barbaren, also um sie wegzuhauen, braucht man 4. Größer als. Wenn man am Ende einer Epoche neben Barbaren sitzt, klauen die Barbaren einem Gold. Das heißt, man will am Ende dort nicht sitzen. Gut, perfekt. Das war dann auch schon der Upkeep Step. Du bist in deinem ersten Action Step. Das heißt, du musst jetzt überlegen. Wir haben übrigens eins vergessen. Wir haben vergessen, uns Startressourcen zu geben. Das wäre noch wichtig. Und zwar bekommt jeder von uns ein Science, ein Food und ein Production. Das ist ja kein Problem. Die legst du dir in deine Sandtour oben hin, ganz genau. So, also nochmal. Du darfst jetzt sagen, du spielst zwei Aktionen oder aber du spielst eine Erfindung und eine Aktion. Ich würde dir am Anfang raten, wahrscheinlich eine Erfindung zu spielen, weil du da ja auch eine Ressource bekommst. Die erste Aktion, die du spielst, muss Expand sein, also das mit der Fahne, weil du hast ja noch nichts auf dem Brett. Und dafür darfst du dir ein Feld deiner Wahl aussuchen. Ach so, das heißt... Also aber du musst jetzt erstmal überlegen, spielst du eine Karte, also eine Erfindungskarte der entsprechenden Epoche und machst eine Aktion oder aber schmeißt du eine der Erfindungen ab und spielst zwei. Das ist klug. Ich würde die mal spielen. Genau. Was haben wir da Schönes? Genau. Also Pottery bedeutet, du bekommst eine Produktion und ich bekomme es auch, weil das einen Impact hat auf die ganze Zivilisation. Und das zählt jetzt als zwei hiervon. Das heißt... Ja, also ja. Ich wandere nicht, aber ich habe... Doch, ja, ja, ja. Also das kannst du wegen mir auch einstellen, der Übersichtlichkeit. Ja, wir müssen nur dran denken, falls die Karte wegkommt, was ich nicht glaube, müsste man das halt rückgängig machen. Genau, und jetzt musst du eine Aktion spielen, von der die erste ein Expand sein muss. Expand hast du links, genau, das ist Expand. Also gebe ich erstmal eine Nahrung aus. Genau, jawohl. Und dann darfst du dir
von deinem Supply hier einen Cube nehmen und ihn auf ein beliebiges Feld setzen, außer aufs Wasser. Ist natürlich klar, dass einige Felder mehr oder... Das darfst du auch nicht, das ist besetzt. Da will ich gar nicht hin. Genau. Das ist natürlich sehr lukrativ, weil du dann eben dieses Eisen hast, was dir übrigens noch ein Supply geben würde. Und da bekommst du auch irgendwas, aber das wissen wir nicht. Ich setze mich mal dahin. Mhm. Dann wirst du sofort bitte dein Supply anpassen. Nochmal um eins. Genau. Okay. Gut. Und jetzt hättest du auch schon den Military Step. Und zwar dürftest du jetzt Kriegshetzer werden. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Aber du dürftest ihn angreifen. Das ist allerdings etwas tricky an der Stelle, denn du hast ja nur eine Stärke von 1 und er hat 3. Du würfelst den Würfel dazu, müsstest du dir überlegen. Musst du ihn aber noch nicht angreifen. Ich greife niemanden an. Okay. Ich bin friedliebend. Ja, früher oder später wirst du es tun. Okay. Ja, aber noch bin ich friedliebend. Gut, dann bin ich dran. Nächster Spieler, ich ziehe eine Karte. Auch ich darf mir die angucken. Oh, die gefällt mir. Und dann komme ich dazu, dass ich 2 Karten hier entdecke. Einmal den Kriegselefanten. Und die zweite Karte ist einmal die Chariot Archers. Okay, jetzt war das so, dass ich 2 Monumente und du 2 Einheiten schlecht gemischt. Ja, nee, aber wenn du jetzt auch ein Weltwunder gezogen hättest? Ja, dann würde das oberste rausrutschen. Ah, okay. Okay, ich entscheide mich, dieses Teil hier rumzudrehen. Und da haben wir Wald. Wir müssen das jetzt so platzieren, dass Wälder aneinander sind. Und auch da haben wir neue Barbaren. Gut, da ich im Moment keine große Lust habe, gegen dich zu kämpfen, werde ich ein bisschen von dir weg gleich expandieren. Aber zuerst mal muss ich ja überlegen, wie ich starte. Und zwar, ja, die Pottery ist nicht schlecht. Das ist aber auch nicht schlecht. Ich würde wahrscheinlich einmal Sailing spielen, wie ihr seht. Dafür bekomme ich ein Science. Und du bekommst das ebenfalls. Außerdem bekomme ich sofort ein Produktion und noch ein Science. Und Handelsrouten über die See sind für mich jetzt billiger. Gut, jetzt werde ich... eine Aktion habe ich noch. Ich zahle ein Food für eine Expandierung. Und ich möchte... Ja, Pferde... natürlich interessant. Ja, weißt du was? Ich gehe tatsächlich hier hin und dadurch bekomme ich sofort ein Supply auf meinem Board. Auch ich verzichte zu kämpfen. Das bedeutet, wir sind in der nächsten Runde und müssen würfeln, wer Startspieler ist. Das hat man nicht vergessen. Ich habe eine 4 und du bist wieder Startspieler. Das bedeutet, du ziehst wieder eine Erfindungskarte. Dann musst du nacheinander 2, also eins nach dem anderen, das ist wichtig. Erster, ist das eine Unit oder? Zack. Genau, dann ist der Swordsman leider weg. Und der nächste. Nein, ich wollte den Horse Archer kaufen. Der ist sehr billig, wie du siehst hier, ne? Gut. Okay, jetzt musst du explorieren. Ja, nehmen wir doch mal das, was am nächsten ist. Und da haben wir schon wieder Barbaren. Ja, falsch platziert, guck mal. Stein an Stein. Stein an Stein. Ja, genau. Und ja, wir haben noch ein Barbarendorf und ein sehr lukratives Feld hier. Das gibt nämlich 2 bei Supply. Okay, dann Maintenance Cost, sage ich dir Bescheid. Jetzt bist du im Action Step. Das heißt, eine Erfindung spielen und eine Aktion. Oder du kannst auch 2 Aktionen spielen. Ich guck mal nochmal kurz, was ich hier. Na, das bietet sich doch an. Ich hab doch das hier. Ich bin ja. Ja. Das ist doch das hier. Ja, genau. Dann spiele ich das doch so aus. Genau, da bekommst du eine Produktion erstmal fürs Ausspielen und ich bekomme sie auch. Und da du einmal Ironworks hast, bekommst du nochmal 2 Produktion und 2 Science. Da ist jemand wohlhabend. Aber ich habe überhaupt keine Nahrung.
So, und wie war das? Wenn du Tipps haben möchtest, sagst du es, ja? Nö, ich spiele einfach, genau. Nochmal, wenn du Tipps, also soll ich dir sagen, wie man an Nahrung kommt? Willst du es wissen? Nö, werde ich mal gucken. Ja, okay. So, gut, stimmt, damit kann ich aber auch dann auch nicht expandieren. Ach so, ich kann natürlich hier das machen. Zum Bleistift. Das heißt... Ich hätte es dir nicht sagen sollen. Nein, ja, ist richtig. Nee, das heißt, hättest du nicht sagen sollen. Ich meine, ich habe ja jetzt auch so viel Wissenschaft. Das heißt, wenn ich jetzt eine Wissenschaft abgebe, darf ich mich da oder dahin. Genau, du nimmst dir die Belohnung und schiebst dann diesen Marker hoch. Achso, aber nur ein Feld dann jeweils. Eins von beiden. Also, aber ich habe nicht die beiden Reihen zur Auswahl, sondern nur die untere. Genau. Du nimmst dann entweder drei Food oder ein Kultur. Ja. Und welche Aktion war das? Das wäre Research. Genau, dann mache ich das. Ich gebe eins ab. Das ist aber ärgerlich. Und nehme mit drei Nahrung. Okay, hochgeschoben hast du ihn schon. Ich sagte, dass das ärgerlich ist, oder? Ja. Gut. Tut mir leid, dass ich deine Strategie kaputt mache. Ja, Military, wenn du das machen möchtest, machst du nicht. Gut. Dann bin ich dran, ziehe eine nächste Epochenkarte, auch die ist befriedigend. Dann decke ich zwei auf und ich werde wieder Pech haben, ich sag's dir. Ja, toll. Alles cycelt raus, was ich gerne haben möchte. Ich muss leider jetzt nochmal gleich umdenken. Den hätte ich nämlich zahlen können. Und oh Mann, was ist das denn? Es gibt deutlich mehr Einheiten, das ist halt so, ne? Okay. Jetzt muss ich explorieren. Ich nehme das Teil. Okay. Das wird so platziert. Und ein weiteres Barbarendorf. So. Okay, jetzt muss ich mal überlegen. Man kann ja auch immer hier spielen. So, hier baut man billige Städte, das ist natürlich auch gut. Verdammte Axt. Das ist eine gute Karte. Okay, der Kriegselefant ist leider draußen. Ich wollte den eigentlich kaufen. Der Camel Archer bringt mir überhaupt nichts. Der allerdings ist nicht schlecht. Aber ich habe gerade was sehr Schönes gesehen. Und zwar werde ich Folgendes machen. Ich nehme eine Karte vom Markt und schmeiße dafür meine ab. Spiele jetzt das Rad. Dafür bekommen wir beide eine Produktion. So, ab jetzt habe ich eine Fähigkeit. Wenn ich ein Monument errichte, darf ich eine Wissenschaft abgeben, also ich darf jetzt ein Monument errichten, jetzt sofort, das ist eine Sofortaktion. Und ich darf eine Wissenschaft abgeben, um drei Produktionskosten zu sparen. Mhm. Das tue ich, baue mir die Terrakotta-Armee. Und das heißt, die kostet dann nichts. So, und die baue ich hier rein. Ab jetzt darf ich Bedingungen ignorieren beim Upgraden von Einheiten. So. Und was bedeutet das unter den Kosten? Das bekomme ich jetzt sofort. Ja. Bitte einmal mich hier bei eine Kultur voran. Und ich bekomme zwei Authority-Würfe von außerhalb des Spiels hier rein. Ah. So. Ja, und jetzt will ich ja dann auch mal gucken, dass ich vielleicht Einheiten bauen kann. Der Camel Archer macht keinen Sinn. Der Jaguar-Typ eventuell. Also kannst du den dann sozusagen ersetzen? Genau, den legst du da drauf. Ich überleg nämlich auch, ob ich ihn kaufe oder ob ich ihn kaufe. Ich glaube, ich kaufe ihn. Warte mal, guck mal hier. Pass auf. Ich kaufe einen, und zwar den Chariot. Und zwar kostet der mich ein Science und ein Pferd. Das Pferd habe ich aber und ich dürfte es ignorieren. Damit habe ich den gekauft.
lege den über meinen X-Men und jetzt passiert Folgendes. Zuerst mal ist das eine Reiterei. Das gibt gewisse Vorteile. Er darf nicht im Wald kämpfen und nicht im Gebirge, aber ich bekomme einen Vorteil, wenn ich in der Wüste kämpfe und wenn ich auf Ebenen kämpfe. Gut, den werde ich eh nicht lange haben, den Kamerad. Und das war meine Aktion. Und ich werde tatsächlich jetzt einen Military Step durchführen. Ich mache keinen Warmonger, keinen Kriegshetzer, aber ich werde dieses Feld hier angreifen. So, wenn ich dieses Feld angreife, haben wir einen Ebenenkampf. Das heißt, da greift mein Vorteil hier. Achso, ich muss den übrigens anpassen. Ne? Ich habe jetzt eine 2, steht hier drauf. Ja. So, und man hat also als Basis hat man immer einen Würfel und für jeden Vorteil noch einen Würfel. Und ich habe ja einen Vorteil. Ja. Jetzt würfel ich die Würfel und zähle die 2 drauf. Ich glaube, das war erfolgreich. Ich habe eine 10 gewürfelt. Und da das ein Barbarencamp ist, wird es einfach entfernt und durch einen meiner Würfel ersetzt. Das war jetzt, wie gesagt, so ein eingebauter X-Pant, wie du gesehen hast. Ich glaube, der Move war gut. Und damit sind wir schon wieder fertig und gucken, wer Startspieler ist. Ach ja. Oh, jetzt habe ich aber schließlich Karten. Diesmal bin ich Startspieler. Sehr schön. Okay, dann bekommen wir eine Karte von der nächsten Epoche. Die Zuschauer sehen es. Dann gibt es 2 Karten. Die erste Karte ist ein Hoplit. Ich ab und zu mal gucken, was für mich Sinn macht. Und die große Bücherei. Ist nicht so doll. Gut. Ich gucke nur leider ab und zu mal, ne? Jo, ich muss auch gucken. Bringt mir nichts. Keine Wüste da. Wieso ist keine Wüste da? Gut. Dann muss ich explorieren. Also, dann wird hier das Teil umgedreht. Und wie du siehst, ist es so zu platzieren, das Teil. Interessant. Hier wieder ein neues Barbarendorf. Okay. Aber diese Aktion fällt doch weg, wenn alle umgedreht sind, oder? Ja, genau. Das ist doch keine Aktion. Ja, so, jetzt muss ich eine Epochenkarte spielen. Eine Erfindung. Die Frage ist, mache ich das? Wenn ich eine Stadt baue. Sailing habe ich schon. Schlechte Karten teilweise. Die ist gut. Ja, ich spiele meine dritte Karte und wir bekommen beide ein Science. Guck mal hier, ich bekomme noch ein Science, steht hier. Und ich darf die Regierungsaktion nutzen und darf die Bedingung ignorieren. Die Bedingung hätte ich auch noch nicht erfüllt, wie du siehst. Also darf ich aufwerten zu klassischer Demokratie, Monarchie oder Republik. Was machen wir da? Was machen wir da? Hier sind die Kosten. Ich glaube, wir gehen erstmal in die Monarchie. Dafür bekomme ich ein Gold und 3 Authority. Wie du siehst. 1, 2, 3. Gut. Okay. Und jetzt habe ich noch eine Aktion, die ich spiele. Eine Aktion. Ich habe keine lustigen Hilfseinheiten. Außer den blöden Archer. Da ich diesen Chariot gerade gekauft habe, Camel Archer bringt mir gar nichts. Ein Expand wäre eine Idee. Ein Research wäre eine Idee. Ach, ein Wunder, könnte ich auch mal gucken. Die maximale Distanz. Ja. Glaube ich nicht, dass das so gut ist. Ja, ich fand die auch nicht so prickelnd, aber... Hier, pass auf. Bevor du es mir klaust, mache ich eine Science-Aktion und schiebe hier hoch. Und bekomme ein Produktion, ein Gold. Weil das war noch das letzte billige. Ja, davon habe ich genug von dem blauen auch. Aber Gold hast du nicht. Und Gold ist das Einzige, was du mitnehmen darfst. So, ich darf übrigens Gold ist das Einzige, was du in die nächste Epoche mitnimmst. Das wird umgewandelt später.
Ach so, 2 zu 1. 3 zu 1. Bei Monarchie, wenn du auch zu Monarchie aufwertest, dann im Verhältnis 2 zu 1. Oder ja, du gibst sie aus. Ja, du hast ja auch noch, du spielst ja noch 4 Runden. Denn ich bin jetzt fertig und du spielst jetzt deine dritte Runde. Denk dran, irgendwann spielst du ja auch keine von diesen Karten mehr. Du darfst auch maximal 3 genau. spielen. Genau. Ja. Ah, ja. Gut. Als erstes muss ich hier eine ziehen. Gell? Richtig. Guck ich mir nachher, dann bringt mir jetzt eh erstmal nichts. So, dann wandert hier wieder eine raus. Ach so. Ach, der Archer, das ist okay. Was haben wir jetzt? Chariot Archer. Und der geht jetzt auch schon wieder raus. Ja, den brauchen wir auch nicht. Aha. Und ein Horsemann. So, das sind übrigens Instandhaltungskosten. Das heißt, um diesen Wert zu haben, musst du das da zahlen. Mhm. Dann würde ich den mal umdrehen. Mhm. Genau. Dann ziehe ich da mal wieder eins raus. Ah, warte. Warte, nee, ich glaube, du musst das. Ich muss mal gerade gucken. Kleinen Moment. Ich hoffe, ich mache es jetzt gerade richtig. Mal kurz gucken nach der Platzierungsreihenfolge. Nee, Wasser tatsächlich. Sorry. Wasser. Und da kommt einer drauf. Aber du kannst ja übers Wasser Handelsposten bauen. Ja. Mhm. So. Das war das. Hast du eigentlich, die hast du gemacht, ne? Ja, die habe ich ja gerade gezogen. Dann dein Action Step. Denk dran, nur noch eine Erfindung, diese Epoche. Du kannst auch mal zwei Aktionen machen, weil du hast ja so viele Steine, ne? Ja, ja, ich würde mal einfach die. Was heißt denn die hier? Naja, da bekommst du sofort eins. Und wenn du eine Stadt benachbart an einer Ebene baust, bekommst du ein Food. Ah, okay. Also warte mal, wie war das? Die tausche ich einfach aus, oder? Genau, die nimmst du dir und legst die andere an. Ich würde das einfach einmal nehmen. Wo tue ich die hin? Bitte? Wo tue ich die hin? Wenn du sie spielen willst, hier. Ach nee, aber ich will sie ja nicht spielen. Ich wollte ja einen also sozusagen, dass ich zwei Aktionen habe. Nee, dann würdest du die drauflegen. Dann legst du mal wieder hin. Ja. Aber dann legst du auf irgendeine drauf, auf irgendeine. Dann musst du nicht die, falls du die nochmal spielen wolltest. Dann hast du zwei Aktionen, ja. Immer Daten, dann mache ich das so. So, dann habe ich jetzt hier von den normalen Aktionen ganz genau. zwei ganz Stück. Genau. Gut, dann bezahle ich mal eine Nahrung und expandiere. Mhm. Dann gehe ich mal da drauf. Dann kriegst du sofort zwei Supply. Denk daran, dass du irgendwann auch Demand brauchst. Irgendwann. Ich muss nur gerade mal gucken. Demand bekommt man über Städte und Handelsposten. Einen Handelsposten kann ich ja auch nur bauen, wenn ich drei von den Würfeln habe. Okay? Nee, da müsstest du an die Stadt gehen. Das plane ich auch gerade. Okay, also das war die erste Aktion. Mhm. Und jetzt muss ich gerade mal gucken. Wo war die Aktion Handelsposten? Da. Ach so, das ist da. Dürfte über das Land, also müsste ich ein. Das geht, guck mal her. Eins. Ne, warte mal. Ein Hex. Doch, es müsste über zwei. Ich glaube, es geht. Ja. Zwei. Also wenn ich da hin und stelle mich. Ja, ein bis zwei Hexes. Mhm. Wenn du das machen willst. Achso, und das ist eine freie Aktion sozusagen. Genau, das ist eine freie Aktion, die kannst du einmalig machen. Von deinen unten. Ich würde mal hier da einfach, dass die etwas billiger werden. Genau. Probier es einfach mal damit. Die Ägypter, die haben die Monumente gebaut. Und den stelle ich jetzt dann dahin, oder wie? Wenn du, das ist eine Landsache, ne? Das kostet dich dann also null. Dann platzierst du den neben die Stadt. Platzier den neben die Stadt, deinen Handelsposten. Dafür kriegst du sofort ein Gold. Und dein Demand steigt um zwei, was unten auf dem Board steht. Ja, der ist der richtige Marker. Gut. Mhm. Mal kurz gucken, das
Aber... Du hast eine Landexpansion gemacht und die ist ja bei dir billiger, oder? Nee. Nee, nee, das ist so, ja Weltwunder. Dann musst deswegen, du eins zahlen, dann genau, musst du eins zahlen, sorry. Ich hatte etwas verwirrt. Und das waren ja meine zwei Aktionen. Einmal expandieren und einmal einen Handelsposten. Okay, gut. Und ich will niemanden... Das musst du dann sagen, ne, wenn du... Ach so, ich könnte solltest du irgendwann machen, Moment... Ja, ich würde den Barbaren... Ja? Und wie war das, mit wie vielen... Ja, du hast einen Würfel, weil du ja nichts hast. Das stimmt hier, gell? Mhm. Ein Würfel aber kostet ja eins. Bringt mir das. Ach so, stimmt. Wenn ich nicht erfolgreich bin, dann plündern die, gell? Oder wie war das? Am Ende einer Epoche, ja. Aber ich kann sie ja nochmal angreifen, zum Beispiel. Kannst du machen. Ich kann natürlich auch mal. Ich bräuchte auf jeden Fall eine 3, die ich würfel, gell? Nee, dann musst du höher sein. Ja, gut. Nee, aber ich habe ja schon eins. Und die haben ja 3. Ja, ja. Komm, ich versuch's einfach mal. Ja. Das ist der falsche Würfel. Du musst den Würfel nehmen. Ach so. Ah, ja, natürlich. Na, Pech gehabt. Ja, das hat man jetzt nicht gesehen. Das war also das. Und nee, das waren zwei. Das waren zwei, ja. Ja. So, okay, gut. Ja, dann sind wir durch. Und dann gucken wir, wer die zuerst Startspieler ist. Ich habe die 5. Ich bleibe Startspieler. So. Das heißt, ich werde natürlich nichts mehr spielen. Du hast schon 3 Karten drin. Nee. Naja, deshalb muss ich ja Karten spielen, die du nicht willst. So, dann klatsche ich dir mal die hier drauf, um 2 Aktionen zu spielen. So. Erste Aktion, zweite. Achso, stopp, guck mal hier, falsche Reihenfolge. Ich hab noch keine hier gezogen. Hier, pass auf. Die muss ich mal zurücknehmen. Hier. So, ich muss ja erstmal eine hiervon nehmen. So. Dann muss ich hier 2 neue Units und so weiter, was das ist. Guck mal her. Der Mountain Warrior geht raus. Und. Oh. Oh, Gitane. Du bekommst einen Siegpunkt für jeweils 2 Gold, die du am Ende des Spiels hast. Das ist nicht schlecht. So, jetzt spiele ich hier die Karte aus. Um 2 Aktionen zu haben. Das ist jetzt natürlich interessant. Also im Grunde genommen dasselbe, verdoppelt einfach das, was hier unten war. Da ist nochmal ordentlich Siegpunkte, ja. Ja, aber du kostet halt auch Gold am Ende. Ja, aber du bist doppelt belohnt. Insofern werde ich als meine erste Aktion tatsächlich die Pyramiden bauen. Hast du den dauerhaft den Vorteil? Ja, nö, nö, das ist eine einmalige Sache. Ja. So, 6 Produktion und wir bauen die. Dafür bekomme ich einmal 3 Kultur, bitte. Das sind ja auch Siegpunkte und 1 Authority. Mit der 2. Aktion muss ich mir, damit es Sinn macht, muss ich oder muss ich nicht? Also den Handelsposten kann ich mir theoretisch gleich noch kaufen, aber dieser Chariot Archer ist gleich weg. Und das ist eine sehr gute Synergie. Ich kaufe mir den. Der kostet mich nämlich nur 1 Wissenschaft. Das Pferd kriege ich wieder umsonst. Den lege ich hier rein. Der bringt keine Kampfkraft mit, aber der bringt Vorteile mit, nämlich... Einmal in der Verteidigung, einmal in der Wüste und einmal in der Ebene. Und jetzt habe ich eine Formation, hier, 2-mal die gleiche. Das heißt, ich habe einen Formationstoken und das gibt mir 1 Kampfkraft. Also so schlecht war das nicht, die zu kaufen. Mhm. So, ich bin jetzt nicht benachbart zu Barbaren und auch nicht zu dir. Also macht alles keinen Sinn, du bist dran. Achso, die müssen wir noch. Ja, hochschieben, genau. Genau. Fällt jetzt mal nichts raus. Was haben wir denn? Artemis. Oh, die Feuerwehr, dass die irgendwann loslegt. Mhm. Hast du nicht schon 2 gezogen? Nee. Okay. Mhm. Gut. So. Ich habe mich eben exploriert. Ich hoffe. Habe ich das gemacht? Nö. Ich glaube nicht. Das mache ich noch gerade, ne? Soll ich naja, noch machen? Es ändert jetzt nichts mehr an meinem Zug.
So, das mache ich jetzt natürlich auch. Jetzt kommen die Wüsten, wo ich sie nicht mehr brauche. So. Ja. Da könnte ich mit meinen Chariot Archers hinlaufen. Oh, tatsächlich gar nicht so verkehrt. Kann ich von der Wüste raus wegfliegen. Das ist ein schönes Board. Das gefällt mir. So. Achso, jetzt muss ich ja erstmal festlegen, ob ich ein oder zwei spiele. Genau. Ich guck mal gerade. Guck mal, das ist genau die Idee. Ich spiele die da drauf. Also machst du zwei Aktionen. Ich mache zwei Aktionen. Die erste ist, ich gebe das aus und setze mich dahin. Expand, ja. Ja. Und dann könnte ich ja theoretisch, jetzt eine Stadt bauen. Für drei, genau. Drei Produktionen, kriegst eine Stadt. Ja. Aber eigentlich war das ja mein Ziel. So werde ich aber ein paar Ressourcen drauf. Achso, wir haben aber nur eine Stadt, gell? Ja, du schaltest ja wieder welche frei später. Die kommt dann dahin. Und was bringt die mir jetzt? Na, die Quelle der Verteidigung ist die sehr, sehr stark. Und am Ende des Spiels bringt die sogar Siegpunkte. Ach stimmt, vier Stück, gell? Dann habe ich ja schon mal zwei. Okay, gut, dann sind wir in der nächsten. Achso, das war klug. Ja, aber ich will nicht nochmal die Barbaren angreifen. Da würde ich erstmal aufrüsten. Dann würfeln wir. Vier. Und ich bleibe Startspieler. Okay. Du musst erst ziehen. Gut, dass du sagst. Ja, vergesse ich tatsächlich. Dann muss ich hier machen. Einmal hier bitte die Units weg. Dann haben wir wieder einen Kriegselefanten. Und die zweite Karte. Oh, wir haben den Koloss von Rhodos. You may attack. Oh, das ist ja nicht so toll. Gut, okay. Gut, ich schmeiß die Karte hier ab. Zack. Habe also zwei Aktionen, muss ich ja eh so machen. Ja, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Ach, guck mal, wenn du die alle gespielt hast, kommst du nicht mehr so gut an Ressourcen, ne? Ich habe gerade echt so ein Ressourcenproblem. Na, ich nicht. Toll! Warte, ich greife dich an. Das, Aber dafür hast du schon eine ordentliche Staffel, du bist bei der Kultur schon weiter. Handelsposten. Wenn ich einen Handelsposten baue, das macht Sinn. Und hier rein expandieren. Stadt kann ich mir eh nicht erlauben. Wenn ich da rein expandiere. So, das wäre nämlich Food. Das kann ich als Joker nehmen. Ja, wenn stimmt, du musst Karten spielen, dass ich mal wieder Ressourcen bekomme. Das ist das Problem. Achso, ja, ich muss ja sowieso noch Spaß spielen. Spaß. Aber guck mal da. Das ist ja interessant, was ich gerade sehe. Hier, pass auf. Ich spiele jetzt dieses als Food und expandiere nach hier, wodurch ich das Ding bekomme. Das ist ein Gold. Ja, ist auch gut. Ja, dann habe ich das umsonst gemacht. So, das kommt raus. So. So, mal gerade überlegen. Ich könnte ja jetzt mal wirklich fies sein. Und meinen Handelsposten angreifen. Ne, den kann man nicht angreifen, aber also. Das da kann ich angreifen. So, pass auf. Aber ich mache jetzt erstmal tatsächlich auch einen Handelsposten. Nämlich
Ich errichte hier, jeder darf da einen Handelsposten, das sind da zwei Seiten. Der kostet mich eine Produktion, habe ich bezahlt. Dafür kriege ich sofort ein Gold zurück und ich steige auf der Demand-Leiste hier hin. So, das waren meine zwei Aktionen. Und damit ich jetzt was machen kann aus meiner militärischen Überlegenheit, deklariere ich jetzt Kriegshetzerei und greife dich an. Du bist nämlich benachbart von mir. Das kannst du auch nicht verhindern. Mhm. Wenn jetzt wir beiden Handelsposten beieinander hätten, würden wir die Handelsposten auflösen. Haben wir nicht. Das sind Handelsposten beim neutralen Dingen. Und ich kriege auch später eine Strafe dafür in der Epoche. Aber jetzt nicht. Das heißt, jetzt wird zusammengerechnet, wo wir kämpfen. Wir kämpfen definitiv in der Ebene, was richtig schlecht ist für dich. Ja? Denn ich habe eine 3 plus, hol doch mal ein Würfelbrett von hinten gerade. Das ist alles ein bisschen easier. Ja, nimm doch eins. Stellst du es hier hin? Ja, da sind noch nicht drin, deswegen. Ja. So, dann machen wir mal zwei Würfel hintereinander. Also, ich habe standardmäßig einen Würfel. Dann habe ich eine Grundstärke von 3 und ich habe, weil wir in der Ebene kämpfen, nochmal 2 zusätzliche Würfel. So, das heißt, 3 plus 2. So. Das heißt, ich habe eine 11 gewürfelt. Ne? 3 plus 8 sind 11. Achso, du hast... Nee, 3 plus 10 sind es, ja? Ich wollte gerade sagen... Ich habe eine 13. Ich habe eine 13 und du verteidigst mit 1 plus 1 Würfel. Ja, dann brauche ich ja nicht würfeln. Das ist richtig, das tut mir auch leid. So, aber doch, du musst würfeln. Bitte tu es mal. Und aus deinem... Alle einen Würfel, ja? Ja. Oh, das ist ganz schlecht, denn jetzt passiert... Achso, weil die Differenz so hoch ist. Die Differenz. Die Differenz ist höher als 6. Das wird jetzt abgerechnet. So, jetzt passieren drei Dinge. Zuerst einmal bekomme ich einen von deinen, hier von diesen Heroic Tokens, bitte. Honor Tokens. Ein Honor Token. Hätte ich eh nicht würfeln müssen, das geht ja eh nicht höher als 4. So, ein Honor Token. Dann, wenn ich mehr als 3 mehr habe als du, und das habe ich, darf ich den Würfel entfernen. Der kommt hier hin, den kriegst du aber später wieder. Und ich darf ihn durch meinen ersetzen. Zack. Und da ich mehr als 6 habe, kriege ich von dir ein Gold. Aber die Stadt darf ich wenigstens stehen lassen. Die habe ich ja nicht angegriffen. Das kommt nächste Runde. Das ist ja super. Jetzt bist du dran. Muss ich, ja. Du kannst ja zurück angreifen. Ja, ich brauche aber erst mal anständige... ich brauche ja auch mal Truppen. Ach, ich höre auf anzugreifen jetzt. Ja. Ich muss aber jetzt eh erst mal eine Karte noch ausspielen, weil ich muss ja 3 Karten ausspielen. Das finde ich gut, dass du eine Karte spielst. Kriegst du hier und... Jeder bekommt eine Produktion. Ich danke herzlich. Ja, danke, das ist der Dank dafür, dass du mich angegriffen hast. Genau. Und jetzt darf ich auch, das hast du ja vorhin auch gespielt. Jetzt du darfst jetzt ein Monument bauen. Wenn du das machst, kostet es 3 weniger, dann darfst du dir eins aussuchen. Das wäre umsonst und die anderen kosten halt 3 weniger. Das ist aber am Spielende mit der Uhr, oder? Ganz genau. Ich weiß noch nicht, was mich das bringt, aber ich nehme mal die Artemis. Das heißt, ich wandere hier 2 Stück. Ich darf jetzt auch, wenn ich möchte, die Regierungsform wechseln. Da ist es ja schön gemacht. Genau. Am Spielende bringt dir Great Work of Art was. Und du hast ja immer noch deine Aktion, ne? Die hast du noch nicht gespielt. Das war eine freie Aktion, ja. Das war eine freie. Achso, das war. Du hast nur eine Aktion. Ach, eine habe ich noch. Okay, weiß ich gar nicht, ob ich das. Gut, da muss ich kurz überlegen. Will ich expandieren? Ja, wie viel habe ich denn? Na, so viel habe ich da ja auch nicht mehr. Aber... Ach, weißt du was, ich gebe 2 davon ab, aber dann nie, eigentlich brauche ich mal, ich muss mal aufrüsten. Nein, das brauchst du nicht, greif dich nicht an. Ich sag dir nur, denk an die Barbaren, die ziehen dir später Gold ab. Ja, nee, aber ich möchte doch auch mal den Aspekt vom Spiel nutzen, das heißt, ich rüste auf, das heißt, ich muss, die Kosten stehen da. Was heißt das? Da brauche ich einen
Pferd, oder? Nein, das heißt, dass der einen Vorteil im Kampf gegen Pferde hat, weil es ein Speerträger ist. Aber Achtung, den musst du immer in Standhaltungskosten zahlen, damit er kämpft. Ja, ich hab's gesehen. Wieso liegen die eigentlich hier? Ach, das sind die Standardeinheiten für die Nation. Mhm. Naja, ich brauche ja auch ein bisschen. Und der gibt dann zwei Vorteile auf der Ebene, oder? Genau, zwei in der Ebene und ein im Gebirge. Okay, ich brauche auch mal ein bisschen. Aber den kann ich eh nicht nehmen, weil der braucht ja ein Pferd. Das habe ich gerade nicht. Das würde halt dann zwei zusätzliche Wissenschaft kosten. Ich nehme mal den Kriegselefanten einfach. Mhm. Ich versuche es einfach mal damit. Das heißt, ich muss zwei davon bezahlen. Mhm. Gut, dann schiebst du erstmal den Marker. Genau, du darfst ihn halt nur spielen, wenn du halt dein Essen zahlst. Aber wir gehen mal davon aus, deshalb schiebe ich den mal da rein. Dann kriegst du Vorteile auf gegen Kampf gegen Pferde, das finde ich voll blöd, gegen Städte und in der Wüste. Wieso machst du denn das? Ich habe doch gar nicht so viel Reiterei. Ich mache das jetzt einfach. Ja, ist so richtig, was du machst. Städte und, Wüste. Aber der kann nicht im Gebirge kämpfen, wie mein übrigens auch. Ja. Steht er da, ne? Ja, genau. Okay. Dann bin ich fällig. Ja, jetzt kannst du entscheiden, ob du Kriegshetzer wirst oder angreifen willst. Aber wenn der mitkämpfen soll, kostet er dich einen Food. Ich könnte dich ja mal zurückdrängen, oder? Das kannst du versuchen. Aber du hast so viel noch wahrscheinlich. Aber ich könnte mal die Barbaren angreifen. Auch das kannst du versuchen. Ich versuche nochmal die Barbaren. Aber du musst dann entscheiden, ob du seine Kosten zahlst. Ja, die legst du da drauf, um anzuzeigen, dass der die Runde die hat und damit zählt es mit den drei. Und wen möchtest du jetzt angreifen? Die Barbaren. Die Barbaren, welche denn? Ich muss mal gucken, ja, da war ja nicht. Genau, das bringt dir nichts. Ja. Also hier dann einfach. Gut, dann hättest du in dem Fall eine 3 und einen Würfel, weil die Vorteile zählen da alle nicht in der Ebene. Stimmt, na gut, dann muss ich mindestens eine 1 würfeln. Na, immerhin. Dann darfst du den Würfel ersetzen durch einen von dir. Da. Interessant. Gut. Ah ja, naja. Ja, ist doch gut, doch gut. So, dann würfeln wir. Für Startspieler letzte Runde. Ich spiele das erste Mal. Ja, ist auch richtig. Du bist Startspieler. Gut. Die Karte. Da, erstmal hier, ne? Achso, ja genau, jetzt hätte ich es fast vergessen. Und hier, ja. Jetzt hätte ich es fast vergessen. Ich mir nachher an. Ist da. So. Jetzt zu exploren gibt es nichts mehr. Jetzt kommen die Maintenance-Kosten weg. Das heißt, der ist jetzt, hat's aufgegessen. Ja. Der ist jetzt wertlos, bis du ihn wieder bezahlst. Richtig. So. Jetzt wirst du diese Karte ja abwerfen müssen. Genau. Dann kann ich eigentlich auch irgendwie. Ja, das ist richtig. Dann darf ich zwei Aktionen machen. Musst, ja. Muss. Naja, schlecht ist es ja nicht normalerweise. Gut, okay, da ich jetzt keine Nahrung mehr habe, kann ich nicht expandieren. Das ist leider so. Ja, ist ja kein Problem. Achso, wenn ich mehrere Monumente kann ich ja bauen, oder? Klar. Einfach, die lege ich dann auch übereinander, gell? Ja, so dass man immer diesen Engine-Slot sieht, wenn du es dir leisten kannst. Ich glaube nicht, dass du es dir leisten kannst, nee, das Monument zu bauen. Wie viel? 4, 5 und 5. Nein, geht nicht. Sehe ich gerade auch. Da habe ich auch nur noch einen. Das geht jetzt auch nicht mehr. Sieht gerade auch nicht so gut aus. Mist aber auch. Hä? Mist aber auch.
Da hattest du eben so viele Ressourcen, schwupps sind sie weg, ne? Jo, ist halt so. Was heißt das nochmal? Dass der dann nur. Das heißt, du musst auch was im Gebirge haben, hast du ja, um das zu bauen. Der kostet dich halt eine Wissenschaft. Ja, die habe ich ja noch. Du kannst du holen. Ja, komm, ich mach das jetzt mal. Nicht gut, dann kostet er dich eine Wissenschaft. Dann legst du den so oben drüber, genau, dass der. Nein, nein, da, da. Achso, ja. So, ne? Ja. Dann tue ich doch. So, das heißt, runter. Das heißt, ja, das sieht man nicht mehr in der Kamera, das ist doof. Ach, das so. Schiebst du wieder hoch. So, das ist ja gut so, das ist ja gut. So, jetzt kriegst du erstmal einen Vorteil bei Gebirge dadurch. Hm. Und du hast jetzt in Summe eine Stärke von 4, wenn du die Elefanten bezahlen kannst. Ja. War das deine erste Aktion? Das war die erste Aktion, ja. Hast noch eine. Ich muss ja erstmal gucken, was. Wenn du nichts machen kannst, kannst du immer die rechts unten machen. Diese, oder ein Food kriegst bei Chieftain auf deinem Regierungsboard. Ja. Ich hab ja nur noch. Und du kannst aber eigentlich deine Regierungsform wechseln, sehe ich gerade, ne? Ja, das könnte ich auch machen. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ach so, das heißt, das ist auch das Maximum an Häusern, was ich bauen darf, gell? Ja, hast du doch. Das ja, ja, gut. Aber das wollte ich nur noch mal nachweisen. Ja. Ah, und das ist, das kriegst du sofort eventuell, gell? Ja. Also das ist natürlich, du kriegst da zwei Kultur, aber ich brauche ja auch mal wieder Würfel, um zu expandieren, gell? Ja. Was war das? Minus 1. Was hier die Schrift rum? Ja, da kannst du dauerhaft um 1 billiger forschen. Das Forschen ist billiger. Ach, das, ja, die habe ich gesucht. Komm, ich gehe mal zur klassischen Demokratie. Ja, ich sag, du brauchst übrigens in der, du brauchst auch Essen, ne, in der, aber gut, ja. Du brauchst in der, ja. Für deine Städte brauchst du später Essen. Ja. Wenn du es nicht hast, dann ist es doof. Na gut, dann würde ich vielleicht zur Monarchie wechseln. Ja, musst du überlegen. Sonst verhungern die Einwohner in deinen Städten. Ja, komm, ich mach die Monarchie. So, dann kriegst du ein Gold. Und aber ich muss erst einmal für die... Gar nichts bezahlen. Du kriegst ein Gold und 3 Authority. Gut, dann bin ich dran. Ja. Ich decke wieder 2 von den lustigen Karten auf. Ein Horsemann und ein Katapultsch. Das ist jetzt eh egal, weil die Karten werden am Ende der Epoche rausgecycelt. So, ich spiele die Karte raus und habe 2 Aktionen. Und ich muss eine Stadt bauen, sonst ist das doof. Ich muss eine Stadt bauen. Ich könnte auch eine Stadt angreifen, aber das ist ganz unglücklich, das zu tun. Nein, das mache ich nicht. Ach, ich mache einen ganz doofen Move. Guck mal hier, ich zahle einmal Expansion. Und zwar ins Waldlandreich. Und dann zahle ich die Kosten für eine Stadt. Und nehme meine Stadt. Und platziere sie. Berührt geführt. So. Das war die Stadt. Dafür bekomme ich leider Demand, was ich gar nicht brauche. Schlecht gespielt, denn ich profitiere gleich gar nicht dafür. Ja, und ich habe vergessen, hier eine Karte zu ziehen, das mache ich noch gerade, und damit endet die erste Epoche. Jetzt folgt also die Epochenabrechnung der ersten Epoche, und da ist der erste Schritt. Du kannst dem auch so ein bisschen auf deinem Übersichtssheet hier folgen. Bin dabei. Wir gucken, wer höher in der Kultur ist. Wer ist höher in der Kultur? Du. Das heißt, ich bekomme ein Great Work of Art. Die haben in der Steinzeit also auch schon irgendwie Gemälde hergestellt. So, das war auch schon Schritt 1. Und jetzt kommt Trade Income. Das heißt, du bekommst tatsächlich, guck mal her, du bekommst ein Kultur und ein Gold. Ja.
Und ich habe versagt. Ich bekomme gar nichts. Naja, irgendwas muss ich auch mal besser gemacht haben. So. So, jetzt kommen wir also zu Schritt 3 und das ist die Food Consumption. Und hier sehe ich, dass ich einen kapitalen Fehler gemacht habe. Jeder von muss jetzt seine Städte versorgen und muss ein Essen zahlen. Gut. Dafür bekommst du, ja, zahl mal bitte ein Essen. Dafür bekommst du jetzt ein Kultur und ein Authority. Ich kann das Ganze nicht zahlen und das ist richtig, richtig bitter. Und das heißt, ich muss die Stadt entfernen. Die Stadt kommt runter. Also voll mega schlecht gemacht. Mega schlecht gemacht. Und ja, ich muss sogar eins in dem Kultur runter. Großartig. Ja, also schlechter kann man es nicht machen. Ja, dann haben wir Gold Conversion. Das heißt, du tauschst 2 zum Preis von einem um. Kriegst dafür ein Gold. Der andere ist weg, der Überblick. Meiner ist auch weg. Also ich gehe komplett mittellos in die nächste Phase. Und ja, jetzt greifen noch die Barbaren an. Dich greifen die Barbaren an, klauen dir ein Gold. Ja gut, du, ich habe meine Stadt verloren. So, jetzt nimmst du alle Würfel, die du hier in dem Feld hast, wieder zurück. Den einen Würfel. Den hier. Ja. Und der Warmonger wird abgegeben und dafür verliere ich ein Kultur. Nochmal ein Kultur. Und das war die Epoche. Und jetzt bauen wir die neue Epoche auf. Und zwar werden alle alten Epochenkarten abgeschmissen. Hier. So, du kannst mal. Nein, die sind runter. Ja, da so. Einfach die Einser. Das mache ich. Mach mal die Einser runter einfach. Die Einser. Bist du bei 2er was? Okay. Also, das war wahrscheinlich der dümmste Move aller Zeiten. Bist du einfach bei den 2ern was? Ja. Also, sowas Schlechtes. Da könnte ich mich ja jetzt 10 Jahre drüber ärgern. Glaube ich dir. Bitte schön. Gerade die Stadt am Ende gebaut, ne? Ja. Also sowas. So, die kommen auch alle weg. Geil. Okay. Dann gibt es neue Erfindungen. So, 1, 2, 3, 4. Dann kommen die raus. Dann mischen wir die nochmal einmal kurz durch. Ups. Okay. Das. Dann kommen die Marktplatzkarten für Epoche 2. So, wir haben 4 Karten. Genau. Gut. Also, 1, 2, 3, 4. So. Okay. Das sind die Marktkarten. Inventions haben wir. Und jetzt geht's los mit einer neuen Epoche. Epoche 2. Ja, nachdem ich jetzt mir mein alles so richtig perfekt kaputt gemacht habe mit der Stadt und so weiter, können wir jetzt weiterspielen und gucken, wer eröffnet. Kommen die weg? Nein, die bleiben für immer da, ist deine Engine. Ach so. Davon profitierst du das ganze Spiel. Du machst jetzt 2 neue. Das ist die 2. Ah. Würfel mal. Hast du gewürfelt? Ich bin Startmensch. Toll, ich könnte jetzt da wieder eine Stadt bauen, richtig? Könntest du. Also sowas Dämliches. Ich bin ja wirklich ein Honk. Gut. Dann, achso, die Karten kann ich mir erstmal hier wieder reinslotten. Das ist ja wirklich, ich bin ja wirklich ein richtiger Esel. So, ich spiele zuerst mal eine Windmühle. Ich mache immer die einmaligen Sachen. Und krieg, erstmal kriegt jeder von uns ein Food. Oh, jetzt muss ich erstmal gucken, was ich da so für Karten habe. Dann bekomme ich einmalig 3 Food und 3 Produktion. So, gut. Okay, jetzt kann ich natürlich dann mal woanders hin expandieren und muss die Stadt nicht so weit vorne bauen. Ich muss ja eine Stadt bauen, das ist ja... Das heißt, du kriegst einfach für jede Stadt, die du hast, kriegst du eine Kultur, oder? Ja, wenn du eine Stadt baust, genau. So, pass auf, was ich mache, ich gebe 1 aus von meinem Food und expandiere hier zum Pferd.
Das bedeutet, ich bekomme endlich mal ein Supply. So, mit der zweiten Aktion habe ich nicht. Cool, ich habe keine zweite Aktion. Ja, gut gemacht. Gut, dann werde ich aber auf jeden Fall den Barbar hier angreifen. Nein, kann ich nicht. Die können nicht im Wald angreifen. Ich habe alles falsch gemacht. Also so schlecht kann man gar nicht mehr spielen. Das gibt's nicht. Ja. Achso, die kann ich ja vielleicht auch machen. Ich habe übrigens hier keine Karten gezogen, ne? Wir vergessen alles gerade. Oh Mann, Leute. Ankerwatt. So. Und habe ich die auch nicht gezogen zu Beginn? Nee, ganz viele Fehler gemacht. So, du bist dran, versuch du es besser zu machen. Ja, also ja, ich habe auch vorhin schon mal einen Fehler gemacht. Ja. Ich habe nur nämlich 5 Karten. Ziehe ja eine Karte. Eine 2er, gell? Nee, eine 3er. Nee, aber hier ist noch ein 2er drauf. Ja, die ich habe nur 5. Ich habe nur 5. Ich habe vorhin auch vergessen, eine zu ziehen. Dann nimm sie mal. Ja, aber dann musst du jetzt eine 3er ziehen. Ja. So, und dann hier 2. Was haben wir da Schönes? Machu Picchu. So. Was eine Katastrophe. So, jetzt muss ich kurz gucken. Ich spiele mal den Fertilizer aus. Kriegt jeder ein Food. Genau. Zwei. Du bekommst noch was. Ja, ich krieg noch zwei. Und du bekommst ein Food pro Steppe. Also eins, ne? Ne, pro Steppe und Ebene. Ja, hast du noch eine. Genau. Und das hast du nicht. Genau. Und dann kriegst du noch zwei Produktionen. Genau. So, und dann werde ich noch eine Aktion machen. Ich gebe einen aus und setze mich da. Ach, übrigens, ich habe den wieder verloren, weil die Stadt ja weg ist. So, ich habe mich da hingesetzt. Denk dran, dass du immer das bezahlen musst, falls der aktiviert werden soll. Ja. Ne? Falls du möchtest, dass der... Ja, richtig. Noch habe ich ja. Aber musst du das machen. Ich will ja nicht angreifen. Ja, aber es gilt auch für angegriffen werden. Ja, richtig. Aber ich wollte einfach nur hier mich ein bisschen ausbreiten. Möchtest du jetzt die Kriegskosten bezahlen? Ach so. Weil wenn dich jemand angreift, zum Beispiel ich, kämpft der Elefant nur mit, falls du die Kosten bezahlst. Ja gut, aber kann ich das nicht entscheiden, wenn du nicht angreifst? Musst du jetzt, nee, das ist bei Military Step. Military Step, guck mal hier, da steht's. Auf dem Board. May spend maintenance. Hm. Musst du nicht. Vielleicht greife ich dich ja nicht an. Vielleicht bin ich nicht. Ich bezahle nichts. Gut. Dann werde ich eine Karte. Also erstmal ziehe ich eine für die dritte. Ich mache das hier einfach immer falsch. Mache ich hier 1. Ist ein neues Dingens. Und 2 ist ein Berserker. Schade, das wäre eine interessante Karte gewesen. Gucke ich mal kurz nach den Monumenten. Gut, kann ich mir eh alles nicht leisten.
Ich kann man sich auch aus Wasser ausbauen? Nein, nee. Nur der Berserker kann das. Und was heißt das? Ist das nicht so eine Wasserfläche? Nee, ist ein Wald. Ach, ist ein Wald. Okay, dann sehe ich das gar nicht. So. Darf ich spielen? Ja, ja. In welche Richtung gehe ich jetzt? Ich habe eine Karte gespielt, das heißt, ich zahle erstmal ein Put, um mich hierher auszubreiten. Und dann zahle ich. Vielleicht zahle ich nochmal ein Put. Zahle ich nochmal ein Food? Oder ich baue eine Stadt. Kann ja nicht viel machen gerade. Komm, ich zahle noch ein Food. Und breite mich nochmal aus. Nach hier. Und dann nehme ich mir den Kriegshetzer. Ich greife dich an. Ja, ja, gut. Das war jetzt eine Einladung, denn ich kämpfe hier, mein Freund. Da. Ja, aber es ist halt. Und du hast keine Elefanten bereit? Was denn? Dass du dich auf gut Glück entscheiden musst. Doch. Nein, musst du ja nicht. Nee, du wusstest ja, das konntest du ja sehen. So, und ich kämpfe so unfassbar gut auf Rasen, wie du siehst. Das sind so Tennisspieler, so Rasenspieler. So, der Kampf findet hier statt. Das bedeutet, ich profitiere, da bin nur ich. Das heißt, ich habe eine 4. Ja, den lässt du da, aber gedanklich ist es eine 1. Der ist hier, guck mal, 1 plus 3 sind 4, aber ist eine 1. Nur der kämpft. Ne? Mhm. Der Elefant kämpft nicht mit. Und ja, also ich habe eine 4 durch die beiden. Ne, stopp, warte mal, ich bin doch rot. Du warst da 4, ist richtig. Guck mal hier, ich habe 3. 2 plus 1 sind 3. Und dann habe ich einen Basiswürfel plus 2 Zusatzwürfel. So, weil wir kämpfen in der Ebene. Gut. So machen wir's. Okay, das heißt, ich habe eine 11. Und du hast nur einen Würfel. Plus deine 1 durch die Slinger. Hm? Der Slinger. Slinger kämpft mit. Ja gut, dabei bin ich doch dann auf die 4. Nee. Nein, 1. Der Elefant kämpft nicht mit. Ja, stimmt. 3. Das heißt... Ja, Achtung, Differenz, da krieg ich wieder alles abgenommen. So ist es. Also erstmal bekomme ich von dir einen Honor-Token. Und bei dir läuft es schlecht, ja? Ja, ich hole mir das jetzt zurück. Der kommt da unten hin. Wird durch einen von mir ersetzt und ich kriege ein Gold von dir. Ja gut, ich habe alles kaputt gemacht mit der Stadt, dann muss ich auch weiter. Ja, aber machen. Das war ja dein eigener Fehler. Ja, das tut mir leid. Naja. Jetzt bist... Ja, dann ist aber sowas, dann muss ich mir was anderes holen. Dass du da, ja, du hättest ihn doch zahlen können, du hast doch Food gehabt. Der muss ja, ja, aber ganz ehrlich, der, ja, dann musst du bei all, ja, es ist halt doof. Wenn oder du den anderen Elefant. Bei, dass du da jedes Mal was ja. bezahlen musst. Ja, das ist so. Oder du guckst, wenn du siehst, ich kann dich nicht angreifen, hast du halt Glück. Du bist dran. Ja, ja, ich weiß. Ich muss ja sowieso erstmal hier anfangen. Aber wir müssen neu würfeln, oder was? Ja, stimmt, ja. Ich weiß es nicht. Wie viele Karten hast du noch? Ja, 5. Nee, aber okay. Du bist dran, weil ich habe hier eine herausgespielt gerade. Ich habe eine draufgelegt. Hier, ich habe doch irgendeine Karte gerade hier hingelegt. Nee, habe ich noch nicht. Ich wollte. So, zack. So, jetzt bist du dran, weil ich habe 2 Aktionen gehabt. Aber du musst eine ziehen hier, das stimmt schon. Hier eine ziehen und dann 2 davon. So, sag mal, welche ist es? Stadt, oder? Ja. Gut, dann schieben wir den auf. Ja. Dann die nächste. Gut. Mhm. Jetzt musst du gucken, ob du
eine Erfindung und eine Aktion oder zwei Aktionen. Das musst du überlegen. Die hier aus. Was hast du gemacht? Ich habe die aus. Dann kriegt jeder von uns ein Science. Und ich krieg von den. Ich krieg noch eine Science. Ja. Und hier Produktion. Und Produktion. Und Kultur, oder? Auch? Und auch eine Kultur noch. Ja. So, das heißt, ich darf jetzt eine Sache machen. Was mache ich denn? Ich gebe. Und dann habe ich auch keine. Wofür brauche ich die? Ich gebe zwei aus. Und gehe hier hoch. Und nehme eine Kultur und zwei Nahrung. Da gehe ich noch einen hoch. Ja, und es ist natürlich da bis zum. Das ist halt auch einfach. Ich würde einfach mal zurückschlagen wollen. Und dann, ja, boshafter. Ja, sicher. Also hast du deine Aktion gemacht? Du hast noch gar keine Aktion gemacht, oder? Ach so, stimmt. Das ist ja der militärische. Ja, doch, ich habe doch hier. Ah, okay. Ja, dann ist richtig. Dann müsstest du, wenn du willst, deine Elefanten bezahlen. Ja. Nein, das legst du drauf, um anzuzeigen, dass der die ganze Runde gerüstet ist. Ja, gut. Den legst du hier in die Mitte von den beiden Dingern. Ja, okay. Und jetzt darfst du angreifen mit einer 4 plus, je nachdem, wo du halt kämpfst. Wo willst du denn kämpfen? Naja, ich will dich ja mal ein bisschen zurückdrängen. So war frech. Ja, also, keine Ahnung, ich will das hier mal zurückerobern. Mhm. Das bedeutet, dass du hättest eine 4 plus ein Würfel nur. Ja, wie komme ich nochmal an diese Vorteile? Na, über die Karten steht es ja drauf. Da steht drauf, wo die gut kämpfen. Ach so, ja. Und du bist halt eher nicht auf Steppe unterwegs. Ja, ist ja sehr schlecht, ja. Egal. Ach so, du kriegst einen Kriegsmonger. Und das heißt aber auch, dass du auch Barbaren angreifen darfst, ne? Darfst du auch, trotzdem. Ja. Aber der darf es nicht. Der kann nicht hier. Ja, ja. Ich greife dich jetzt einmal. Wird wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Nix. Und ich habe eine 3 plus. Oh! Na, da habe ich ja mal Glück gehabt. Das ist dramatisch, wirklich. Ja, super. 3 plus. Damit kann ich wieder keine Stadt bauen. Tja. Das ist dramatisch. Dann darfst du dir da einen reinsetzen. Na gut, dann schlachten wir uns da ab. Was anderes kann ich nicht mit dem Setup. Ich habe ja voll auf Ebene geskillt, ne? Weil da so viel Ebene ist. Ja gut, dann nächste Runde. Gucken wir, wer Startspieler ist. Ich habe eine 6. Also bei Gleichstand? Wird nochmal gewürfelt. So. Okay, bin ich dran. Naja gut, klar, ne? Logisch. Also der kommt weg, ja.
Nein, der bleibt die ganze Runde da liegen. Deshalb ist es ja so wichtig, dass er da liegen bleibt und deine Armee aktiviert. Aber ist das jetzt nicht eine neue Runde? Er bleibt, bis du wieder dran bist. Bis du wieder dran bist. Steht hier, guck mal, hier, Remove Maintenance Cost. So. Okay, das brauche ich tatsächlich im Moment noch nicht. Ich glaube, da muss ich mich umorientieren. Ja, gut, wenn du jetzt halt gegen kämpfst. So, hier, ich spiele die Karte. Da bekommen wir beide einmal Produktion. Dann kriege ich nochmal 3 Science. Gut. Ja, steht da. Und jetzt würde ich mal... Hast du Karten gezogen? Nein, das vergesse ich irgendwie immer. Ja, ich ja auch normalerweise. So. Das ist ja schrecklich, dass ich das immer vergesse. So, 2. Karte. Okay. Fünf. Er hat ja eine Stärke von 5. Ja gut, aber man muss halt alles ständig bezahlen, ne? Ja gut, aber ist immer noch besser als 3. Und wenn ich das so sagen, das ist ja 7 sogar. Aber gut, er kann halt, aber du musst ihn ja auch erstmal leisten können. Gut. Ja, da hast du mir jetzt leider echt Ärger gemacht in dem Moment. Und ich habe noch einen Würfel nur noch. Ich habe nur noch einen Würfel. Aber damit kommt der weg? Nee, der bleibt da. Dann kriegst du am Ende der Epoche wieder. So. Kannst du damit irgendwas tauschen? Ja, du kannst generell als freie Aktion, darfst du die tauschen, diese Standard-Dinger. Diese hier, diese Würfel, darfst du 2 im Verhältnis zu einer tauschen. Ah, okay, das ist jetzt. Also ein recht schlechter Tausch, ne? Ja, natürlich, aber. Nimm mal die Gabel, sonst machst du das Spiel dadurch. So. Okay. Ja, das ist alles anders gelaufen, als ich es mir gewünscht habe. Da kriege ich ganz viel Food. Die scheiß teuer, die Weltwunder. Ja. Ist aber auch so geplant wahrscheinlich, dass du einfach mehr die Probleme mehr zahlst. Wie ärgerlich. Da kann ich echt nichts gegen machen. Da will ich später eine Stadt umbauen. Kann ich denn hier irgendwas Vernünftiges machen? Ich habe leider nur noch einen von den Würfelchen. Das ist gerade mein Problem. Kultur. Verdammt, ich bin gerade in der Sackgasse. Ja. Die Wunder sind alle super teuer. Ja, dann werde ich einfach, forschen. So, ich werde forschen und die nächste Forschungsstufe kostet 2. Fünf Essen. So viel brauche ich gar nicht, 5 Essen. Ich nehme ein Gold und 1 von der Kultur. Ein Kultur bei dir. Okay. Ja, da ich Warmonger bin, werde ich natürlich angreifen. Achso, jetzt muss ich mich wieder entscheiden, ob ich... Nein, du hast ihn ja noch. Er steht ja noch da. Bis ich da bin. Ah, steht ja da. Also, ich greife 2-mal an. Einmal greife ich hier an. Das darf ich ja, weil ich Warmonger bin, darf ich ja alles. Also, Baron Camp und da.
mache erst, na, da kann ich nicht angreifen. Das bringt nichts, weil ich habe da keine Vorteile. Aber ich greife den da an. Da habe ich wieder meine Vorteile. Nämlich, da habe ich meine 3 als Grund plus 2 zusätzliche Würfel. Den Barbar habe ich besiegt. Der kommt weg, aber ich werde keinen Spielstein drauf tun, weil ich habe nur noch einen. Jetzt greife ich dich da an und da habe ich in der Ebene meine 3 Würfel, 2 plus 1 plus meine 3 als Grundstock. So. Naja. 4. So, du hast da, du hast die 4. Ja. Geil. Naja, ich muss mindestens mal eine 1. Nein, musst du nicht. Warum? Weil ich nicht, weil ich hab nur 4. Ich hab doch eine 4 gewürfelt. Kannst dir sparen. Naja, aber dann hätten wir ja Gleichstand, oder? Ja, und damit hau ich dich nicht weg. Achso, okay. Ja, dann kann ich mir auch sparen. Ja, das ist so. Ja, hast aber ein bisschen Würfelpech gehabt jetzt. Ja, das bist du jetzt dran. Habe ich das richtig verstanden, dass wenn ich die spielen möchte hier rein, dann muss ich, um das zu bekommen, muss ich hier eine... Nö, das ist einfach nur, wenn du einen Handelsposten errichtest, dann. Ah, okay. Nur, das kriegen wir beide nicht mehr hin mit den Handelsposten, weil es gibt keine neutralen Städte mehr. Ja. Und wir greifen uns ständig an. Aber das ist, die ist da unabhängig davon. Genau. Oder? Aber gut, ob ich das jetzt nur für diese... Aber dafür brauchst du natürlich auch, ja. Gut, ich bin ja schon bei der 5, aber das ist halt die Frage, ob ich das will. Und ob du die hältst, ja. Das ist die andere Frage. Aber die darf ich nicht nochmal ausspielen, sehe ich gerade. Nee. Aber davon abgesehen, fangen wir mal so an. Ein Weltwunder. Oh, vergleichsweise billig. Und noch eins. Was haben wir da? Ein Porzellanturm. Ich könnte mir jetzt sogar was kaufen für 4. Ich habe ja einen Rabatt. Bringt mir das was? Das bringt mir einen Würfel. Was heißt das? Ja, du darfst deine Regierungsform auf demselben Level ändern. Ja. Ja, auf der Stufe, aber kriegst keine Rewards. Keine Belohnung. Nicht, wobei die natürlich das und das wäre schon nicht schlecht. Das und das heißt hier pro 3 Landschaftsfelder, die du hätte ich würde eine Kultur bedeuten. Na gut, muss erstmal erstmal gucken. Ich spiele den Fertilizer. Den kann ich nämlich eh nicht nochmal ausspielen. Ich spiele hier drauf. Ich bin echt ein Esel. Kann ich 2 Aktionen machen. Ich bin wirklich der größte Esel. Ach Quatsch. Doch, wie du gleich sehen wirst. Ich habe natürlich jetzt auch überhaupt keine Wissenschaft. So was Eseliges. Aber jetzt kommt er weg, gell? Mhm, der wäre jetzt zu Beginn deiner Runde weg, ja.
ich hier einen hinsetze, dürfte ich da eine Stadt bauen? Mhm. Ja, wenn du expand machst und dann. Nee, das geht nicht. Die Stadt muss eins weiter weg sein. Ja, deswegen. Ich war nämlich. Das ist, glaube ich, hier hinten das, gell? Mhm. Gut. Sorry, ich bin gerade. Alles gut, ich bin ja selbst total der Lappen. Dadurch, dass wir so viel kämpfen, ist unsere Kultur im Keller. Die mögen das nicht mit dem Kämpfen. Die würden das lieber sehen, wenn wir handeln würden. Handeln? Inwiefern? Mit den Handelsposten. Wir hätten ja auch unsere Städte mit Handelsposten verbinden können, aber irgendwie kam ja einer von uns auf die Idee, die ganze Zeit zu kämpfen. Na, wer war das wohl? Ich hab's vergessen. Wo kannst du die Handelsposten kannst du auch an fremde Städte stellen? Ja, aber es gibt keine. Ja, stimmt. Ja gut, du könntest hier noch einen reinstellen. Nein, weil ich habe den Kriegshetzer, dann darf ich das nicht. Also, na gut, aber wenn du den nicht hättest. Ja, dann darf ich das. Gut, ich bin noch nicht bei 8, kann ich auch noch nicht machen. Will ich einen Weltwunder bauen? Halt gerade am Gucken. Alles gut, ich bin ja selbst ein Lappen gerade hier. Ja, wie ich hier steige, aber das geht halt wirklich nur über Handelsposten oder Städte. Mhm. Und Städte, da muss ich dich. Das ist gut, der Fertilizer, sehe ich gerade. Der Fertilizer ist gar nicht schlecht. Ja, der gibt halt ein bisschen Ressourcen auch, aber ich dürfte halt auch nicht nochmal ausspielen. Ein bisschen? Ja. Der gibt ein bisschen viel. Mir fehlt halt gerade momentan absolut die Wissenschaft. Ja. Kann ich ja nicht bauen. Über das Wasser drüber kann man nicht, also kannst du hier drumherum bauen. Ja, na, Handelsposten schon, aber da ist ja keine Stadt. Du musst außen rum gehen. Ja. Also dann ach, ich könnte natürlich expandieren hier rein, darf ich nicht. Gell? Das darf nee, man. Du musst kaputt hauen. Erst kaputt hauen. Ich komme, ich mache jetzt, damit ich meine zwei Aktionen mache, ich gebe jetzt erstmal einen ab, setze einen hier rein. Ach so. Ja, mach doch. Ich mach das jetzt. Ich kann so viele Aktionen momentan, sowas Sinniges auch gerade halt nicht machen. Ach stimmt, jetzt habe ich das auch kapiert, dass du das dann nicht machen darfst, wenn du den hast. Ja, komm. Ich würde halt einfach noch ein Weltwunder bauen. Was soll's? Das geht nur da unten das. Ich gebe die vier hier noch aus. Ich ziehe es jetzt mal durch für das untere. So, dann kriege ich für 3, gut, das sind jetzt 4, also kriege ich 2 Kultur und ein. Wieso 2? Achso, ja. 2, ja. So. Achso, warte mal, war da noch. Genau, der Military Step. Der Military Step. Ich müsste jetzt hier eine zahlen, mache ich einfach mal. Drauflegen, um anzuzeigen. So, möchtest du selbst angreifen? Die Barbaren würde ich angreifen. Aber ohne den. Der Elefant kämpft nicht im Berg. Ach so, warte mal, das heißt 1. Oh. Da habe ich nur 1, gell? Mhm. Und die haben eine Stärke von 3. Also das heißt, ich müsste schon eine 3 würfeln. Nö, dann lasse ich sein. Und bei dir weiß ich nicht, das bringt nichts. Das ist halt alles Ebene, da bist du so stark. Und
obwohl ich eigentlich auch angreifen kann, weil du wirst mich sowieso gleich angreifen. Dann mach das. Dann mache ich, ich versuche es einfach mal. Was machst du dann? Also ich greife dich an. Schon wieder? Ah ja. Ja, dann mach mal. Wo denn? Den hier. Mhm. Ja, ich kann ja eh nur hier in der Ebene. Gut, 4 plus ein Würfel. Ja, gut. Das sind 4. Ich habe eine 3 plus 3 Würfel. Gut, das habe ich diesmal geschafft. Gut, dann haben wir eine neue Runde und gucken, wer höher ist. Also warte mal. Achso, sonst passiert gerade nichts. Nein, ich habe ja nur verteidigt. Also. Neue Runde. Ich bin Startspieler. So, das heißt, ich werde tatsächlich... Ah ja, stimmt, gut. Wieso vergesse ich das immer? So, erste Karte ist ein Tower. Zweite Karte ist eine Kanone. Was ist denn? Hat die einen Vorteil auf dem Wasser oder was soll das heißen da unten? Advantage ist Wasser, ne? Ja. Mhm, interessant. So, darf ich legen? Ja, mach. Gut. Ich werde die Karte wegwerfen für diese Karte. Ich werde die Karte spielen. Dafür bekommen wir alle ein Food. Und ich bekomme jetzt für jede Ebene und Dingsbums 1, 2, 3, 4, 5. Bekomme also 5 Food. Ja, bei dir lohnt sich das halt mehr. 2, 3, 5. Außerdem bekomme ich 2 Produktion. So. Jetzt möchte ich 2 Wissenschaft ausgeben und 1 Gold, um hier hochzuschreiten, und kriege dafür 3 Produktion und 2 Authority. So. Oh, du hast aber noch Ressourcen. Ich habe zum Beispiel ganz. Und jetzt gebe ich 2 aus für eine freie Aktion und rufe die Kreuzritter herbei. Da, guck mal, das ist das, wo ich so bedrohe. Guck mal hier, die Kreuzritter. Dafür bekomme ich 1 Gold. Und die gehen jetzt hier drauf. Der Bonus bleibt, weil die beide Informationen sind. Können nach wie vor nicht im Gebirge kämpfen. Dann wird hier ein bisschen angepasst. Wir kriegen einen aus der Wüste raus. In der Wüste kämpft er nicht gut. Ja, in der Wüste. Aber dafür in der Stadt. Beim Stadtangriff ist der Chevalier gut. So, der andere bleibt. Genau. So, jetzt kommen die Kreuzfahrer. So. Gut. Das war meine Aktion und jetzt werde ich natürlich richtig böse angreifen. Okay. Gut. Ja. Ich werde hier angreifen. Da. Achso, ich muss das erstmal neu einstellen. Der ist jetzt auf 6, mein roter. 6. Wir kämpfen in der Ebene. Wir wollen es nicht sein lassen, ich verliere sowieso. Ich muss ja jetzt auch mal was kaputt machen. 6, bis jetzt, das ging ja gut aus für dich. 6 und 3 Würfel. 3 Würfel. Das ist ja erbärmlich, ich habe eine 10. Ja, viel mehr. Achso, ich musste den natürlich zahlen, das hätte ich natürlich gemacht, ne? Ja, ist ja klar. Sonst, ne, die muss ich auch zahlen. So, du würfelst 1 Würfel plus deiner. Ja, werde ich nicht gewinnen können. Ja, aber ich krieg die 6 nicht hin. Das heißt nur 4, oder was? Ja. Okay, das heißt, ich krieg ein Honor. Und Gold hast du nicht, aber ich darf den Würfel ersetzen, der kommt da unten hin. Und darum ging es mir eigentlich, den Würfel zu ersetzen. Ich will hier noch einen Kampf machen. Und die Frage ist, will ich das wirklich? Ja, komm, ich mache den Kampf. Da habe ich aber nur einen Würfel, weil da meine ganzen Boni nicht zählen im Wald. Okay, das heißt, ich habe eine 6, da habe ich aber trotzdem weggehauen. Und ich ersetze ihn nicht. Hm. Gut. Das zählt beides als, ach, die zählen beide als Gebirge, oder? Ja, ja. Gut, du bist dran. Hm. Als Ingenieur muss ich ja wohl das hier spielen. Ich sehe da eine Produktion. Und dann kriegst du noch ganz viel anderes, oder was? Ja, so viel nicht, aber. Was kriegst du noch? Also eine Wissenschaft auf jeden Fall. Ein Blau. Und ich kriege dann noch 2 Produktionen nochmal. So.
könnte zwei davon abgeben für eine Ressource. Ja. Was kann ich denn jetzt machen? Was kann ich hast du eigentlich das schon gemacht? Nee, ja. Nee, auch nicht, natürlich. Jetzt Gott, diesmal vergessen. Das vergessen wir ständig. Das gibt's ja nicht, ne? So, dann sag an, was hast du hier? Mal gucken, was haben wir? Jonat? Ja. Und noch einer. Okay, wie viele Karten hast du da liegen? Vier, gell? Vier, du auch. Ja, jetzt habe ich auch vier, das passt. Das geht nicht, das geht nicht. Ich kann mich ja schlecht ausbreiten, geht ja nicht. Nee, sparen kannst du gerade nicht machen. Eigentlich muss ich das so machen. Ich gebe zwei von den Würfeln ab. Und ich habe dich wenigstens mal ein bisschen unter Druck gesetzt, ne? Ja, ist halt so. Also den und... Ach so, der ist übrigens weg jetzt, ne? Ja. Zu Beginn deiner Runde. Wo, die kommen hier wieder rein, oder? Hm? Wo kommen die hin, wenn ich die abgebe? Da unten. So, weil dann kaufe ich mir... Was kriegst du denn für eine Ressource dafür? Nimmst du mir so? Du wolltest die doch umtauschen gegen eine Ressource. Ja, eigentlich muss ich erst mal gucken, weil ich habe ja die Karte gespielt. Ja, hier gegen, ich will mir die Karte hier holen. Warte mal, die einzige, die ich mir leisten konnte. Ach so, warte mal. Kann dir nicht folgen. Die hier. Wie willst du die denn bezahlen? Ah ja, ich habe ein Blaues abgegeben und zwei davon. Dafür. Ach, du hattest eins, Science. Ja, eins hatte ich. Okay. Das habe ich abgegeben. Ja. Genau, und dann würde ich den ersetzen. Dann mach das. So, das heißt, das kommt weg. Stadt bleibt. Pferd kommt weg. Dafür bekommt das dahin. Und Stadt. Also, das habe ich ja gerade gelegt. Dann kommt das weg. So, und ich lege da eins drauf. Mhm. Und ich sag mal, dann passe ich das mal auf die 6 an. Mhm. Jo. Passt doch so, oder? Ja, ja, dann war das deine Aktionsphase. Dann kommt der Military Step, hast du jetzt gerade gemacht. Jetzt kannst du auch angreifen, wenn du willst. Und du darfst auch immer ein Barbarendorf und einen Gegner angreifen. Ja. Ja, immer noch da. Das ist halt blöd, weil ich einfach keine Karten habe, wo ich dann auch mal an der Ebene einen Vorteil habe. Mist. Was denn? Ja, Mist. Tut mir leid. Ach so. Das war zynisch. Das ist halt auch zynisch drauf, ja. Ja. Mit einem Würfel. Ach, ich greife nur das Barbarendorf an. Mhm. Dann. Würfelst du im Barbarendorf, hast du einen Vorteil, ne? Ja, aber brauche ich das eigentlich? Ich habe doch eh schon 6. Ich muss doch gar nicht würfeln. Das stimmt. Das stimmt. Ja, dann kannst du den wegtun und darfst... Ja, ja. Keine Auswirkungen auch. Und darfst ihn jetzt setzen durch deinen letzten Würfel. Hm. Naja. Ja, dann nächste Runde. Würfeln wir, wer anfängt. Startspieler. 4. Ich will gar nicht immer anfangen. Gut. Ja gut, ich schmeiß eine Karte ab, weil ich habe ja schon 3 in der Engine. Ach, ich muss doch immer erst aufziehen, komm. So, hier, neue Karten, die muss man hochrutschen. Der neue Longbowman. Und dann noch eine Karte, ein Tower Elephant. Okay, 2 Aktionen, 3 Kultur, das ist natürlich auch gut. Der Turm ist gar nicht schlecht. Ich habe so wenig Ressourcen. Der
Der Turm ist nicht schlecht. Also. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall eine Stadt bauen, um endlich mal meine Verteidigung. Ich habe ja die ganze Zeit hier gekämpft, um hier eine Stadt zu bauen. Das ging nie, weil du mir das weggehauen hast. Weißt du jetzt, warum ich da gebaut habe? Jetzt ja. Ja. Hast du ja gerade gesagt, warum. Ja. So. Und im Moment ist es eigentlich okay so. Mit diesem Kriegswagen. Da wir immer auf der Steppe kämpfen, besteht im Moment noch keine Notwendigkeit, das zu ändern. Achso, das Token ist übrigens weg. Aber ich kann dich natürlich weiter angreifen. Das ist ja lustig. Ja, das siehst auch nur du so, dass das lustig ist. Ja. Solange wir in der Steppe kämpfen, ist alles gut. Weil da bist du irgendwie nicht so stark. Ja, da habe ich aber auch wirklich Pech gehabt, dass das wirklich alles Grasland ist. Ja gut, deshalb habe ich halt die Karten auch gekauft. Ja. Also pass auf, ich baue erstmal eine Stadt, solange ich es kann. Das sind drei Dinger. Dann kommt meine Stadt hier hin. Dadurch bekomme ich eins davon. So. Mit. Ja, ich brauche das eigentlich jetzt. Warte mal. Mit der zweiten Aktion. Hier. Ich muss mit der zweiten Aktion einen Expand machen. Nach hier. Dann kriege ich nämlich zwei Supply. Bim, 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 bim. Das ist nämlich schon mal gut. Ja, ja, das war schon gut. Ich wollte den also. Ja, ja. So. Aber das mit dem Demand ist echt ein Problem, ne? Dass wir keine Handelsposten haben. Wenn wir mal Frieden hätten. Du bist schuld. Warum? Weil du mal so kriegerisch bist. Stimmt doch gar nicht. Ach so. Wer hat denn angefangen? Entschuldigung. Ich hätte bestimmt nicht angefangen. Ja, Entschuldigung. Gut. Jetzt werde ich natürlich mein Kriegszeug bezahlen und werde angreifen. Und zwar einmal hier den Barbaren. Da bringt mir gar kein Bonus was. Also das war eh schon 6. Ich habe einen 6. Damit habe ich den weg. Ich will aber nichts dahinstellen da hinten. Ich will den nur wegmachen, damit er mir kein Gold klaut. Ja, und jetzt greife ich den an, weil das ist natürlich super. Da habe ich nämlich eine 6. Plus ich habe 2 im Grasland. Das sind also Basiswürfel und 2. Und los. Ach übrigens, ich habe 7. Guck mal, 6. Ich habe den falsch gemacht. Weil er hat ja 6 plus 0 plus 1 durch die Formation. Die haben die gleiche Formation. So, das wären dann 11. Und du bist dran mit deinen 6 plus 1 Würfeln. Ja, das kann ich mir sparen. Er hat doch maximal 4, oder? Ja, aber du willst ja nicht so viel auf die Nase kriegen. Stopp! Du verteidigst, ne? Dann hast du noch einen Würfel. Wo hast du denn her, den Würfel? Hm? Wo hast du den Würfel überhaupt her? Die sind da. Durch was? Vielleicht hast du den abgedeckt schon. Wahrscheinlich. Wie auch immer. Ach, den hab ich? Stopp, das wäre meiner. Das wäre meiner, den kriegst du nicht. Ach, das ist doch auch rot. Oh, das heißt, wenn du mich angreifst, kriege ich einen zusätzlichen Würfel. Den habe ich vorher vergessen. Gut, also ich habe eine 11, glaube ich, gehabt, ne? Ja. Ein. Aber da kriege ich immer. Einen Honor Point kriege ich von dir. Zumindest einen Honor Point. Hast du gegeben am Ende einen Siegpunkt, ja, oder? Jeweils einen. Naja, ich kann auch also überhaupt nicht einschätzen, wie viele Siegpunkte du bei dem Spiel am Ende machst. Hm. Du bist dran. Ach so, aber der ist. Nee, der ist nicht weg. Jetzt hast du Glück, der ist nicht weg. Das geht erst bei 3 plus weg. Ja, gut. Der geht weg. Hm? Ja, zu Beginn deiner Runde, ja. Achso, ich muss ja sowieso. Die Crusaders müssen wir abdecken. Ich muss ja sowieso die beiden Karten, die ich noch habe. Schade, ey, das ist so eine Karte zu nehmen, das wäre natürlich auch super, voll ressourcenmäßig. Ja, aber kannst du nicht, hast du ja schon. Ja, aber ich sage ja, das wäre gut. Ja. So, jetzt habe ich 2 Aktionen, ich weiß aber gar nicht, was ich machen soll. So viele Ressourcen habe ich ja gar nicht. Hast du hier schon gezogen? Nö. Dann machen wir das, vergiss immer. So, dann hier. Aber wir müssen sehr erinnern, uns jetzt gegenseitig. Ja, das ist schon ein Vorteil. Hier, hier eine Einheit. Der Desert wieder. Und noch eine. Tja, jetzt ist die Einheit, die du wahrscheinlich gebraucht hättest, rausgecycelt.
Scheiße, Wald. Ja, welche meinst du? Achso, die da hätte er wenigstens da mal voraus. Ja, ist richtig. Aber ich kann mir ja eh keine kaufen. Ich habe ja null Wissenschaft. Ja. Ich bin mit meinen Truppen gerade recht zufrieden. Bei diesen Ebenen kämpfen. Den behalten wir bis zum Ende der Epoche, oder? Ja. Dann ist er wieder weg. Du musst ja nicht angreifen immer. Ich will ja nicht. Du kannst aber ja einfach. Ich habe halt überlegt, ob ich. Ich kann halt. Ich könnte ja da wenigstens einen Handelsposten bauen mit, aber das geht ja dann nicht. Ja. Das kannst du auch nicht verhindern, oder wie war das, gell? Nö, du kannst den bauen. Und wenn du den dann zurückrufst, kriegst du sogar Geld, aber verlierst dann halt den Demand. Das ist natürlich auch doof. Ja, vielleicht sollten wir nicht mehr kämpfen, aber ich weiß auch nicht. Ich bin halt irgendwie ein bisschen aggressiv. Du bist halt bei so Spielen immer am Kämpfen. Ja, bisschen. Das Problem ist, ich komme auf meinem Board nicht voran hier. Das ist so schrecklich. Die blöden Weltwunder da. 1, 2, 3. Ganz ehrlich, hier unten die Wertung, also ich bin am überlegen, ob ich halt in der dritten mit den Ressourcen kommst du nicht weit. Natürlich dann auch schon ein bisschen abhängig von den Karten, die du ziehst, wenn du da dann als Ressource überhaupt nichts von wegen Wissenschaft oder so kriegst. Mhm. Aber du kannst ja immer die hier spielen, ne? Die darfst du ja mal alternativ spielen. Das ist richtig, ja. Ausbreiten. Könnte ich natürlich auch mal. Nee, kann ich auch nicht. Ich habe ja keine Würfel mehr. Na, die hast du ausgegeben. Die hast du ausgegeben. Ja, ich weiß. Ganz schnell schlechtes Ressourcenmanagement. Ich kann ja von den linken Aktionen überhaupt nichts machen. Du kannst immer das machen, ne? Das da, also hier diese Verlegenheitsaktion. Jo, gut, das bringt mir eine Nahrung. Davon habe ich ja noch zwei. Ich könnte, wenn ich die Regierungsform ändere, dann kriege ich... Wenn du nach oben gehst, dann kriegst du den rechts oben stehenden Bonus. Das ist auf jeden Fall... Dafür muss ich ja nichts bezahlen, gell? Nee. Jetzt muss ich kurz überlegen. Achso, das ist die Verlegenheitsaktion. Viel Gold ist natürlich nicht schlecht. Weißt du, was ich mache? Ich habe ja zwei Aktionen, gell? Ja. Ich gehe hier eins höher, weil ich bin ja schon bei 8. Kriegst du 3 Gold und 1 Authority? Genau. Du darfst jetzt 3 Städte haben. Ja, ich habe ja überhaupt erstmal 2. Wenn du ein Monument baust, kriegst du eine Extraktion. Genau, so, dann kriege ich noch einen davon. So, dann bin ich etwas freier in meinen Aktionen jetzt. Und Gold ist eine Joker-Ressource, ne? Ja, deswegen. Ja, ich bin. Ich bräuchte halt mal wissen. Ich könnte doch jetzt hier einen Handelsposten bauen, oder? Nein, du hast einen Kriegsherz. Ach ja, das habe ich schon wieder vergessen. Also ich werde nicht mehr auf Krieg spielen. Ja, das finde ich gut. Gut. Was liegt denn da an Monumenten? 5, 5, 7.
beiden. Ach so, das hatten wir vorhin schon. Achso, das heißt, wenn du die Aktion hier machst, kannst du allen zusätzlich ausgeben. Ja, ja. Mal. Du bekommst übrigens, du darfst dir zwei Städte noch dazu stellen, ich eine, ne? Weil wir ja hier also Städte freigeschaltet haben. Einfach aufs Board stellen. Macht Sinn. Jetzt muss ich kurz gucken, das heißt, ich müsste, eine muss ich ja weniger ausgeben, das heißt, ich müsste vier. Ach komm, hier, komm. Ich fahre mich sowieso gegen die Wand, ist egal. Ich gebe da zwei aus und die zwei und hol mir die Karte. Das heißt, ich krieg drei Kultur. Hast du gemacht? Ja. Dann bist du okay. Nee, dann letzte Runde. Würfeln, wer Startspieler ist. Da, du bist Startspieler. Nein, nochmal. Jetzt wird's schwierig. Oh Mann. Ich will dann. Ja, ich war durch. Am Anfang andauern, jetzt bist du seitdem. Ja. Gut, dann hier Karten ziehen. Ein Light Cavalry wieder. Und einen Knight. So. Okay. Ja, ich spiele eine Karte hierher. Okay. Du hast es. Ach so, stimmt. Ich hätte, ja, jetzt ist. Ach so, das darfst du noch drauflegen, wenn du willst. Ja? Leg's noch drauf, dann für. Nein, das muss ein Gold sein dann. Und wenn du angreifen willst, mach's noch. Nee, angreifen wollte ich nicht, aber wenn du mich. Ja, dann hau drauf. Ja, klar, ich mach das auch. Na klar. Ich nutze das eiskalt aus, doch logisch. Das ist voll bescheuert. Wenn ich die Erdbeeren. Wenn ich eine Stadt baue. Ach, ist voll blöd. Ja, baue ich überhaupt noch eine Stadt oder was? Ja, doch, ich könnte eine Stadt bauen. Das könnte ich machen als Aktion. Ich muss ja zwei machen. Jetzt habe ich eine Idee. Ich zahle ein Food und gehe hier hin. Dadurch kriege ich ein Dingsbums. Außerdem darf ich jetzt billiger rekrutieren. So, mit der zweiten Aktion baue ich tatsächlich meine Stadt hier. Ja, Stadt. Und die klatsche ich mal. Was soll ich denn hier hintun? Ja, die kannst du doch momentan. Ja, ich kann sie hier hin tun, ja, oder da, oder da. Ja, das greift ja keiner an, ne? Vielleicht hier? Naja, würde ich noch angreifen, wenn ich den angreifen würde. Okay, also habe ich die Stadt gebaut. Ja, jetzt habe ich doch nochmal Ressourcen ausgegeben. Achso, der war übrigens weg. Was muss man echt drauf achten? Das mit der Stadt hast du aber schon angekriegt. Ja, das ist bezahlt. Jetzt. Dass du dann oben in der Leiste auch. Ah, habe ich nicht. Danke. Nee, unten. Ja. Unten. Habe ich jetzt gerade. Danke. So. Ja, dann würde ich natürlich angreifen. Und zwar hier. Und das heißt, ich habe wieder eine 7 in der Basis. Plus die zwei Bonuswürfel sind also 3. 7. Jetzt würfel doch mal ganz hoch. Ja, das sind 16. Und du hast wahrscheinlich deine 6 plus ein Würfel. Das sind auf jeden Fall auch 10 maximal, also 6. Okay. Das reicht doch, oder? Ja, ja gut. Dann. Ah ja, brauche ich doch nicht würfeln. Das krieg ich von dir ein Honor-Token. Was mache ich? Na gut, irgendwann sind keine mehr da. Ja, dann musst du auch mal gewinnen. Dann ist der Würfel weg. Mehr. Wie soll ich denn da gewinnen? Ich kann da nichts einsetzen, ich habe keine mehr. Und Gold hast du auch nicht mehr. Ich habe dich nur geärgert. Ja, das sind so Sachen, da erzählst du von wegen, wir müssen mal Frieden halten. Ja. Dann machst du das nicht. Und ich habe ja auch nicht, ich mache keinen Frieden. Ich habe nur gesagt, das sollte man. Ja. Aber ich bin aggressiv hier unterwegs. Ja, du bist dran. Ja, es tut mir leid, was soll ich denn anders machen? Ich habe ja auf Krieg geskillt hier. Vielleicht nächste Runde. Ja, wir können ja überlegen, ob wir
solange ich das Kriegshetzer-Token habe, werde ich doch jetzt nicht defensiv spielen. Naja, soll jeder machen, was er will. Das ist ganz einfach. Ja, mit meinen zwei Ressourcen, was sollte ich da groß machen? Wenn du keinen einsetzt, dann kann ich mich doch da aber eigentlich auch wieder hinsetzen, oder? Ich bin für diese Epoche fertig. Nein, ich meine nur, da ist ja nichts, also kann ich mich mit Expand, ja, es kostet halt eine Expand-Aktion, ja. Die muss ich sowieso hier hinlegen. Ach, hier, da. Und noch eine. Okay. Gut. Ja, dann spielst du deine letzten zwei Aktionen und dann endet die Epoche. Aber du wirst siegpunktmäßig, wirst du... Ja, warten wir mal. Ja. Ach, guck mal, ich könnte doch... Ach so. Die Verlegenheitsaktion geht ja immer. Die geht immer. Du bekommst auch mal Ressourcen. Das kommt weg. Ich kann ja sonst auch nichts machen. Also ganz ehrlich, ich gebe das eine ab und expandiere wieder dahin. Mhm. Und mit den zwei, ich kann nicht weiter expandieren. Also gegen dich militärisch zu... Stehen ist ich. Dann nehme ich mir halt nochmal mit der Verlegenheitsaktion 2 Nahrung. Okay. Wobei, das bringt mir ja doch, so 2 zu 1. Ja, kannst du ein Gold nehmen. Genau. Dann bin ich durch. Okay. Dann kommt die Epochenwertung. Bist du durch? Mhm. Gut. Epochenwertung heißt Great Work of Art. Wir sind in der Runde 2. Da kriegt der Erstplatzierte ein Great Work of Art. Du, also. Mhm. So. Dann kommt Trade Income. Wo tue ich denn das am besten hin? Da unten, neben deinen Honor Tokens. Da, das ist ein Feld auf den Honor Tokens. Ja, so, jetzt bekommst du hier Einkommen. Also ich krieg 2 Gold und 1 Kultur. Das ist ein bisschen noch weiter als ich. Ich krieg 1 Gold und 1 Kultur. Also du kriegst 1 Kultur und ich krieg 1 Kultur. Aber ich bin... Ja gut, du bist voll davongezogen. Was meinst du, was das Siegpunkte sind da hinten? Ja. Das ist eine Katastrophe. So, jetzt kommen wir nach den Städten. Und zwei, jede Stadt kostet 2 Food. Ja, stimmt. So, dafür bekommen wir nochmal 2 Gold und 1 Kultur für die Städte. Christian, 2 Gold, 1 Kultur. Mhm. Und du hast ja sogar 2 Städte schon, ne? Oh, du hast recht. Oh, ja, dann nochmal. Wollte ich gerade sagen. Und dann gibst du mir bitte 2 Kultur. So, ich kriege auch nochmal 1 Kultur. Mir 2 bitte. Noch 2? Eins noch, oder? 2, weil ich habe ja 2 Städte, wie du gerade selbst gesagt hast. Das ist natürlich genau. Gut. Also ich kriege 1 hier. So, dann kommt die Gold Conversion. Ich kann nichts konvertieren. Ich auch nicht. Dann schmeiß es ab. Dann kommen Barbaren, sind aber nicht benachbart zu uns. Und dann kommt Restore, dann nimmst du die Würfel von hier unten, die verbrauchten, und tust du die wieder hin. Ach so, die sind nicht weg. Und jeder von uns verliert jetzt wegen dem Warmonger Token 2 Kultur. Christian, machst du das gerade? Mhm. Warum 2? Weil wir in der Epoche 2 sind. Ah. Gut. Ja, der kann weg. Das war die Epoche. Ja, wir können ja jetzt auch sagen, wir sind jetzt Freunde. Gut. Dann kommen die ganzen Karten aus der Auslage. Kannst du die Standarddinger wieder machen? Mhm. Gut. Da? Ja. So. Okay. Dann haben wir die neuen Main Units, haben wir schon mal. So, jetzt kommen hier von diesen Karten 14. Die kannst du mal bitte mischen, als Grundstock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Und dann brauche ich deine Face Down. Sind genau 14 oder muss da was übrig bleiben? Nein, ich brauche nur 14. So, und die hier kommen dahin. Die räumen wir ab.
Und die kommen hier raus. Und die kommt raus. Und dann nehmen wir von der 3 noch Karten. Jetzt geht es in die Moderne. Und es gibt keine neuen Inventions mehr, weil das die letzte Epoche ist, die jetzt anbricht. Ja? Also hier nichts mehr, oder was? Doch, doch, das kommt jetzt noch. Ja, stimmt. Da kommen noch 4. Hauheiser. Marines. Tanks. Und Tanks. Und dann kommen wir in die letzte Epoche. So, dann sind wir jetzt in Epoche 3. Ich gucke jetzt auch mal gerade, da kriegst du Gold pro... Ich gucke schon mal gerade meine Karten durch. Ja, mache ich auch gerade. Oh, du kriegst da sogar 2 Ressourcen. Ja. Aber keine Wissenschaft. Doch, habe ich. Also, habe ich. Wow. Oh, die muss ich ausspielen. Global Trading. Hast du die auch? Die sind richtig stark, die letzten Karten, ne? Wow. Gut, die habe ich sogar 2-mal, kann ich halt leider nur 1-mal ausspielen. Aber schön gestaltet auch die Karten. Also manche mehr, manche weniger schön, aber. Wow. Ja, wir können jetzt natürlich ein Peace Treaty machen. Hm? Ein Peace Treaty. Komm, wir würfeln, was er anfängt. Ich würde 4. Ich glaube, ich fange an. Ja, mein Gott. Nee, ist ja nicht weiter schlimm. Ist jenem so schlecht, so schlimm, also. Ich habe relativ wenig hier in der Engine, gell? Ich habe fast nur Soforteffekte gehabt. Ganz wenige. So. Naja, ich auch. Also ich habe den einzigen, den ich habe, ist, dass ich hier da 2 gehen durfte im Endeffekt. Okay. Also die will ich nicht. Ah, oh, toll. Warum muss ich das denn? Das sind 2 Gold. Die will ich nicht. Ich muss jetzt ganz genau überlegen, welche Karten ich spiele. Oh, 4 Wunder. Wie viel habe ich denn? 3. Ja, guck, pass auf, was ich jetzt mache. Wunder kommen, du musst erst mal ziehen, oder? Was denn? Das gibt ja keine mehr. Da wird nicht mehr gezogen. Ach so, also es gibt keine Wunder. Die waren mehr. Doch, die gibt es schon, aber es wurde keine gezogen. Ach so. So, hier, ich spiele tatsächlich diese Karte. Und zwar bekommt jeder von uns 2 Wissenschaft. Oh, das ist schon mal gut. Ja, das, dafür bist du aber auch friedlich, mal ausnahmsweise. Ich habe aber nicht damit angefangen, so hier rumzuballen. Ja, guck mal, was hier steht. Ich kriege jetzt 6 Produktion. Das ist natürlich gut, ne? Ja, was? 6 Produktion als Soforteffekt. Ich habe einen Kühlschrank erfunden. Ja, super. Und wann immer ich Food bekomme, bekomme ich einen zusätzlichen Food. Also ich verlasse mich darauf, dass du ein friedlicher Mensch bist. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Expandieren für die Füße. Wir sind ja jetzt ganz friedlich. Das könnten wir jetzt natürlich echt machen, gell? Das könnten wir machen. Pass mal auf, was ich jetzt mache. Christian. Ich zahle ein Produktion und mache einen Handelsposten. Bei dir. Guck mal hier. Wir sind ja gerade friedlich. Dadurch bekommt jeder von uns ein Gold. Außerdem bekomme ich durch den Handelsposten 2 Demand. Also am Ende gibt es nochmal eine Einkommen. Ach so, Frage, das habe ich übrigens vergessen. Weiß ich nicht, das habe ich vergessen. Das hätte ich machen müssen zu Beginn der Runde. Ne? Ah, nee, hatten wir nicht. Wir hatten gesagt, es wurde keine Wunder, weil ich habe doch eben gerade gefragt. Ja, ist falsch. Na toll, das hätte ich wahrscheinlich sonst gekauft. Wow. Nein, ich könnte es eh nicht kaufen. Na ja, gut, das sehe ich so. Ja. Okay, nein, es wird nur das nicht. Ja, mit dem Wunder habe ich dich falsch verstanden. So, du bist faktisch dran. Wenn ich das Feld nutzen will, muss ich 4 Wissenschaft zahlen, ja? Was? Wenn ich das hier nutzen will. Ja, genau. Boah. Mir war auch nichts. Da bin ich. Expandieren bringt doch eigentlich nichts weiter, oder? Mehr. Solche Felder schon, ne? Ah ja, gut, aber da bin ich ja weit weg. Ja, ich verlange Peace Treaty und so. Ich will ja nicht zu dir expandieren. Peace Treaty! Gedacht, also erstmal musst du jetzt hier ziehen. Das musst du. Ja. Weg. Gut.
Gut, wir brauchen ja keine Truppen mehr. Ja, aber wir können sie ja trotzdem hinlegen. Zweiter? Oh Gott. Noch eins weg. Zweiter. Also was haben wir denn? 7 und 7. Oh, okay. Okay. Ich muss jetzt mal gucken, was ich bei meinen Karten. Darfst du nicht. So schön. Dass du das so sagst. Ja. Jetzt brauchen wir doch wirklich nur noch zum Expanden. Eine gute Kost ist natürlich auch für die Städte. Städte kosten übrigens 3 Essen am Ende. Ja. That's expensive. Ja, ich spiele mal das Global Trading, damit gehen wir da nämlich. Ach, guck mal, das gibt oh, ja schön. Richtig. Naja, so, das gibt's. Du bekommst 2 Essen. Ja. Ich bekomme, Achtung, pass mal auf, ich habe jetzt, guck mal, when you gain Essen, increase the amount by 1. Das heißt, ich bekomme einen mehr. Puh. Gesundheit. Danke. So, jetzt kriege ich 2 Produktionen pro Handelsposten, wenn ich das richtig sehe. Das ist dann nur einer. Du hast nur einen. Ja, aber du kriegst pro, ja. Ja, du hast einen. Aber ich habe gedacht, du meinst zu. Dann kriege ich nochmal 2 Nahrung und 3 Wissenschaft. Das ist nicht schlecht. Ja, da habe ich sogar nochmal die Karte, aber die darf ich ja nur einmal spielen. Was noch? 3 Wissenschaft und 2, warte mal, wo war es? Nahrung. 2 Nahrung. Jetzt habe ich mal wieder was. So, was machen wir denn dann? Gehen wir dann da bei der Wissenschaft mal eins weiter? Nein. Doch. Das wollte ich. Kannst du doch danach immer noch machen. Boshaft. Du hast doch auch von allem genug. Dann machst du doch ordentlich Gold. Du bist tückisch. Ich will mein Gold behalten. Das sind Siegpunkte. Ja, 2 Gold, das stimmt. Okay, ich bin aber überlegen. Was kannst du noch machen mit... Wir wollten ja nicht weiter fighten. Also ich. Nein, ich greife dich nicht mehr an. Wirklich, ich greife dich nicht an, weil ich verliere da so viele Siegpunkte. Ich gebe die 3 aus. Warte mal, ich darf eine Aktion machen. Ich gebe die 3 aus. Schieb den hoch. Und nehme die 2 Kultur. Oh, da kann ich ja vielleicht sogar nochmal wechseln. Bist du fertig? Ja, ich durfte ja nur eine Aktion. Damit gewürfelt. Ach so. 6. Ja, ich brauche das nicht als Erster. Okay, jetzt ja, lass gut. Mich kurz überlegen. Weil da kannst du halt immer noch reagieren, genau. Das könnte ich mir leisten. Also da käme ich hier hoch. So, das wären 2. Ich muss auf 8 kommen, um das zu machen. Ich brauche keine Truppen mehr. Einmal hier hoch. Ich muss nur gerade überlegen, ob ich erst eine Karte spiele. Achso, ich muss ja wieder hier. Guck mal hier, das vergessen wir ja ständig. Hier, zack. Ja. Oh, ein Flugzeug. Brauchen wir nicht mehr. Flugzeuge weg. Und? Ja. Ein Helikopter. So ein Dings wäre noch gut. Ein Monument. Also, each. Each City minus... Oh, das ist natürlich am Ende doch nicht schlecht, die Karte. 4 plus, das kriege ich nicht hin. Hast du auch 4 Wunder, oder was? Nein, aber ich habe eine Karte, da brauche ich 4 Städte. Aber 4 Städte ist Selbstmord. Hier, pass auf, ich spiele die Karte einfach aus für 2 Aktionen. Will ich die schon ausspielen für 2 Aktionen? Warte mal. Ja, das ist ein richtig gutes Spiel. Ja.
muss eigentlich hochkommen. Ich muss erst hochkommen. Wie mache ich denn das? Na, oder ich spiele es andersrum. Guck mal hier per Wüste. Ich bin ja auch voll der Esel, ja. Ach komm, ich spiele jetzt das China-Restaurant. Komm, zack. Da kriegt jeder von uns zwei. Ich krieg drei, weil ich kriege ja immer einen mehr. Jetzt kriege ich, das ist so dumm, gell? Ein Gold pro Stadt. Ich hätte sie vielleicht später spielen sollen. Jetzt habe ich sie gespielt. Ich mache ja nicht wirklich. Jetzt kriege ich nochmal drei Essen. Plus ein Zusatzessen, weil ich Essen krieg. Alter. Und ich kriege einen Kulturpunkt. Ich bin dann dran. Nee, ich habe noch keine Aktion gemacht. Die mache ich jetzt. Ah, ja. Und jetzt gebe ich hier drei Science aus. Mach mal drei Science. Warte mal, und ich muss sagen, was? Ich will die zwei Kultur haben. Habe ich schon gedacht. So. Und jetzt bist du dran. Du musst hier Karten ziehen? Ja. Ich würde hier ganz gerne mal wieder ein Wunder haben. Was ich mir vielleicht noch leisten kann. Nein. Ich glaube, die Wunder sind aber alle teuer jetzt. Ja, aber man kann ja vielleicht mal gucken. Wenn aber muss ja wenigstens mal eins gezogen werden, damit man so einigermaßen. Gut, das geht noch nicht. Ja, aber das ist eigentlich, muss ich die ausspielen, den Tourismus. Den kann ich eh nicht ausspielen. Ich kann natürlich auch erstmal den Food. Was will ich denn noch ausspielen? Das ich spiele den Food Service aus. Gib für jeden zwei Nahrung. Oh, wie nett von dir. Das sind bei mir nämlich drei. Ja. Oh, da kann ich ja meine Städte bezahlen später. Das ist doch schön. So. Dann kriegst du noch zwei Kultur. Ich krieg noch zwei Kultur. Guck dir das an. Ja, und dann bin ich gerade überlegen mit der einen Aktion, die ich habe, ob ich mein Dings... Na klar, will ich auch machen. Ja, natürlich. Das war super. Dann wechsle ich... Auf Kommunismus. Ja, das bringt mir am meisten. Ja, du siehst, es gibt schon Möglichkeiten, noch an die Great Work of Arts zu kommen, ne? Überall so also vereinzelt. Naja, wobei, das bringt mir jetzt hier nichts Great Works of Arts. Nein, wenn du jetzt zu Libertarismus würdest, dann würdest du so ein Bild kriegen. Ja, aber ganz ehrlich, das sind auch, ob ich jetzt ein oder zwei habe. Alles gut, am Ende? Ja gut, ich meine, ich habe keine Karte, glaube ich, geschrieben. So. Ja, warte mal. Aber das sind ja auch Siegpunkte und gibt mir Möglichkeiten. Oder lass mal kurz überlegen. Gehe ich dahin oder dahin? Ich brauche für Weltwunder, brauche ich das. Dann so hältst du dich so an den Wundern fest? Es gibt da viele Möglichkeiten. Naja gut, ich habe hier die Karte ausgespielt. Oder ich habe noch eine Karte, wenn ich vier Weltwunder habe, kriege ich wenigstens noch drei Punkte. Aber es sind halt auch nur drei Punkte. Also da finde ich das mit den Great Warlocks auf... Auf Art interessanter auch nochmal. Ja klar, wenn du mehr hast. Ich meine, wenn ich noch vier Wissenschaft zusammenkriege irgendwie, könnte ich auch hier noch die vier Wissenschaft bezahlen. Dann würde ich eins bekommen und noch einen Siegpunkt pro zwei. Dann hätte ich zumindest mal zwei. Mach du mal, wie du willst. Ja, lass mich kurz überlegen. Nein. Ich kann ja jeden... Ach so, warte mal, das am... Ah, das kriege ich nicht mehr zusammen. Sechs. Das bringt mir. Was heißt denn das hier eigentlich? Dieses Schiff. Das ist ein Angriff. Das ist ein Stärkepunkt im Angriff. Ich kann natürlich auch die rausnehmen. Ich bleib da mal und krieg vier Gold. Mein Weltwunder doch noch. Ich
Kobold und zwei Steine. So. Fertig? Ja. Gut, dann würfeln wir. Ich würde auch mal wieder anfangen wollen. Weil? Einfach nur so. Einfach so. Weil ich jetzt gerade aus dem Kopf habe. Gut, fange ich an? War ja klar. Zu überlegen, welches Weltwunder dir mehr bringt. Erstmal musst du ziehen. Ja, stimmt. Da sind noch ein Weltwunder. Jumei, Dingsbums und Dingsbums. Also, so. Also hier schon. Einmal da. Ja. Und da kommt der Kreml. Das sind ein paar schöne. Achso, und das andere ist expandieren. Hm. Ja, expandieren. Ja, ein paar schöne Sachen gezogen. Also bei mir ist jetzt so, all actions cost one. Also ich muss jetzt einen Orangen weniger zahlen. Auch. Ja, ja. Das ist gerade bei den Weltwundern gut. So, ja genug Gold. Also jetzt muss ich erst mal gucken, was ich mache. 2 zu 1. Wenn ich die Karte spiele. Ich habe viel zu viel Essen. Ja, du hast aber auch viele Städte. Du hast generell viele. Gut, jetzt bin ich auch nicht mehr so schlecht, was die. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, die Karte wird mir schon noch was bringen da unten. Da sind schon ein paar schöne Karten unten noch. Mhm. Wenn ich auf der Leiste 1 hochkletter. Kostet es mich 4 von denen. Da habe ich 2. Könnte ich das? Ja, einen Handelsposten könnte ich auch noch bauen. Ich will auf jeden Fall noch eine Stadt bauen und ich möchte noch das machen. Das ist echt ideal, hier hinzukommen. Wie kriege ich das hin? Ich muss expandieren und eine Stadt bauen. Ich sollte mir erst Ressourcen holen, sonst gebe ich voll viel aus. Hier, ich spiele den Bums. Jeder von uns kriegt 2 Science und ich kriege nochmal 6 Science. Ja, ich brauche jetzt auch 2 und 2. Und 4 und 6. Das war die Karte. Und jetzt muss ich Science machen. Und zwar rück mich mal vor. Ich zahle 4 und krieg 1 Kultur und 4 Dingsbums. So. Dann kannst du jetzt auch die Regierung wechseln. Ja, das kann ich jetzt. Das werde ich nicht. Die Regierung. Doch, doch, genau das. Die Staatsform ist die Regierung. Genau. Wer ist dran? Du. Bin ich dran, ja. Ich mache das jetzt tatsächlich, dass die als letzte ausspielen, den Tourismus. Wir kriegen jeder 2 Produktionen erst einmal. Mhm. Das ist interessant nach hinten raus. Ja, da ist ganz schön die dritte Runde, so ein ganz schöner Treiber. So, und jetzt kriege ich 1 Gold für jeweils 4 Kultur. Das sind halt leider nur 3. Aber in der letzten Runde kämpft man nicht mehr so, ne? Das wäre ja, das haben wir uns ja jetzt auch geeinigt. Ja, aber es wäre auch ein Eigentor. Das wäre ein Eigentor, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja. Naja, es muss ja auch nicht jede Zivilisation, ist ja auch kriegerisch. So, und jetzt habe ich 1 Aktion und damit würde ich auf jeden Fall. Ich kriege 1 vor durch die Satelliten. Achso, warte mal. Wir haben nicht nachgezogen, oder? Dann mach mal. Oh. Die gehen raus. Ist egal. Was gibt's denn da? 4 Kultur. Oh, ich glaube. You may spend. Bis zu 3 Geld. Und dafür kriegst du bis zu 3 Kultur. Aber das ist natürlich stark. Das ja, das würde ich mir jetzt auch, glaube ich, dann glaub ich, kaufen. Ätzend. Genau. Also, ich muss nur gerade gucken. Also ich muss 1 weniger bezahlen, dann muss ich hier sowieso auch noch 1, also ich muss 2 weniger bezahlen. Also würde ich 6
bezahlen. 2, 4 und 2 Gold. Dann nehme ich das hier. So. 4 Kultur. Dann kriege ich 4 Kultur, das sind 19. Und dann gebe ich natürlich 3 Gold aus, um nochmal 3 dazu zu bekommen. Das ist das bessere Tauschverhältnis. Irre. Und ja gut, hier habe ich jetzt tatsächlich auch drauf gespielt. Jetzt habe ich 4 Stück und dafür kriege ich halt nochmal 3 Punkte. Am Ende das? Ja, hier. Am Ende 4 oder mehr. Deswegen musste ich ja noch eins bauen. Gut, dann neue Runde. Ja. Zielt? Ja. Ja, dann bist du. Ist doch kackegal. Ja, ich weiß. Ja, dann so, ziehe ich. Ein Eurofighter oder was? Ein Jetfighter. So. Wie hört es sich tausch? Ja, nicht, aber ich könnte tatsächlich, wenn ich einen aus. Kannst du nicht mehr, weil du hast schon 3 Karten gespielt. Nee, genau, aber ich hätte theoretisch vorher tauschen können. Das habe ich irgendwie auch nie gemacht, aber. Na, ich habe es ein paar Mal gemacht. Ja, ich habe es irgendwie immer so ein bisschen. Ja, die kannst du sowieso nicht mehr spielen. So, dann darf ich 2 Aktionen machen. Das muss ich kurz überlegen. Die schiefen Pyramiden von Gizeh war eine schlechte Entscheidung. Hm? Als ein Wildhund oder was? Ja, das war scheiße. Ja, also, bringt mir nichts. Dafür muss ich in der Wüste rumstehen. Das würde mir gerade mal einen Siegpunkt bringen. Achso, warte mal, ich könnte ja auch noch einen Handelsposten bauen. Das würde ich jetzt auch machen. Achso, genau, das mache ich als erstes. Ich baue einen Handelsposten, das heißt... Kostet dich 1 Produktion, also Gold. Kriegst aber wieder 1 Gold dafür. Und du auch, oder? Ich auch, ja, stimmt. Und dann nimmst du den Handelsposten und kriegst 2 Demand. So, 2. Aktion. Gut, das hieße, das bringt mir 1 Punkt. Achso, was kriege ich denn, wenn ich darüber gehe? 3 Kultur. Oh, bringt ja 30 Punkte. Ja. Warte mal, das ist meine 2. Aktion. 2. Aktion. Ich gebe die jetzt mal aus. Ja. 4 Stück. Und gebe nochmal 3. Boah. Da, ja gut, da habe ich jetzt auch tatsächlich ein bisschen drauf gespielt, aber ich glaube... Ja, ziehst du mich ab, ja. Also da ja, aber du ziehst mich trotzdem ab. Nee. Okay, ich muss jetzt die Form wechseln. Ich gehe hoch, krieg 3 Gold... Achso, ich muss erst eine Karte spielen, das war komplett egal. Achso, das noch. Oh nein. Ja. Und das noch. Ah, ist egal. Truppen wird jetzt eh keiner kaufen. So, ich habe schon meine Karte gespielt. Jetzt kriege ich 3 Gold und 1 Authority. So. Die Boards müssen größer gemacht. Ja. Jetzt möchte ich... Ich habe jetzt 2 Aktionen. Muss jetzt die richtige Reihenfolge sein. Zum Glück hast du das liegen lassen. Das wäre nämlich echt dramatisch gewesen. Weil das bringt mir richtig viel am Ende. Also 4 Siegpunkte sind halt 4 Siegpunkte. Ne? So. Das ist für jede Kultur, die du produzierst. Ja, so. Also ich kaufe mir das für 7 oder habe ich eine... Ich habe keine Reduktion. 2, 4, 6, 7. So. Das habe ich damit gekauft, kriege 2 Kultur. Gib mir mal 2 Kultur. Und jetzt steht, wenn ich ein Monument baue, kriege ich eine Extra-Aktion.
Ich glaube, das hätte ich eben auch nutzen können. Oder ich weiß gar nicht, ob ich das gemacht habe. Nicht, ob das, ja. Ich weiß gar nicht. Das war meine erste Aktion. Das heißt, ich habe noch zwei Aktionen. So. Ich habe noch zwei Aktionen. Ja, das war die erste Aktion. Ich habe die Karte. Ich habe die Karte weggeworfen. Das war die erste. So. Jetzt werde ich wohl... Also das war dein... Du hast die Karte halt weggeworfen. Ja. Genau. Ja, jetzt habe ich noch zwei Aktionen. Ja, ja. Ich will auf... erste Aktion. Achso, ich krieg eine Stadt freigeschaltet hier durch den Bums. Du musst auch gucken, ob du Städte freigeschaltet gekriegt hast. Ich werde... Ja, ich baue eh keine mehr. Ich werde eine Stadt bauen, ja? Weil ich habe ganz viel Dingsbums. Kann ich hier bauen, die Stadt? Ich kann eh keine mehr. Und jetzt bauen. Kommt meine... Stadt. Stadt, guck mal hier. Stadt macht nämlich Demand. Und jetzt mache ich eine Expansion mit dem Würfel hier hin, wodurch ich den hochschiebe. Und damit bringt es mir richtig was, hier diese Karte. Ja, ja. Und am Ende der Runde greife ich ihn an. So. Das ist eigentlich egal, ne? 6 habe ich wieder. 6, der Barbar hat nur das. Also kommt er weg. Zack. Okay. Natürlich auch Siegpunkte. Was dann? Ja, wenn ich jetzt noch eine Stadt bauen würde. Städte bringen Siegpunkte. Naja, vor allem am Ende der Runde, dann ja auch kriegst du ja auch nochmal 4 Siegpunkte. Wie viel hast du? Am 3? Ende des Spiels. Nur am Ende des Spiels zählen die Siegpunkte. Die Städte. Ach so, weil hier steht, wenn du musst doch hier, steht doch auch 4 Punkte. Ja, aber da steht doch Epoche 3. Ach so, ja, ist das dann, du musst am Ende der Epoche 3, das ist die Endabrechnung. Bis jetzt hätte es noch keine Siegpunkte gegeben. Wir würfeln für die vorletzte Runde. Christian, wir würfeln. 2. Oh, das habe ich ja gut schon. Super. Ich weiß gar nicht, warum der Startspieler jetzt noch wichtig ist. Ach, war auch einfach nur so daher gesagt. So, dann, hier. Komm. Jo. Noch so ein Fighter. Mal schon. Gut, dann bist du dran. Es gibt nur eine Kultur. Ach so, warte mal, genau. Was ist denn jetzt eine Stadt? Kostet 3. Also bei mir 2, weil ich hier einen generell weniger bezahle. 4. Also das heißt, ich kann ja nur noch hinbauen, hier eine Stadt, gell? Aber das mache ich auf jeden Fall. Das heißt, ich muss 2 bezahlen. Wieso 2? Die billiger bei dir? Ja. Ja, bei mir ist ja hier alles gut. Okay. Eins weniger, ja, alle Aktionen. Bau. So, dann geht das nämlich auch nochmal. Stadt geht 1 hoch. Hat mir jetzt nicht so viel gebracht, aber die 4 Punkte nehme ich mit. Ah, leider habe ich nicht genug Platz, sonst würde ich vielleicht gerade noch einen hinterher. Gut. Auf jeden Fall hier mal 2. So, zweite Aktion, was mache ich? Das mache ich nicht. Also, gezogen hatten wir ja, gell? Dann muss ich die hier noch. Habe ich 2 Aktionen. Jetzt bin ich noch eine Aktion, ne? Was hatte du hast eine Stadt gebaut schon. Achso, ja. Habe ich noch eine Aktion. Die Frage ist, ich könnte natürlich noch expandieren und dann vielleicht nachher noch eine Stadt bauen. Ah ne, das bringt aber nichts, weil dann kostet mich das auch wieder ordentlich. Nur expandieren ist auch blöd.
bin gerade am Überlegen, einen Siegpunkt, das sind. Ich krieg nicht. Darfst du nicht? Ja doch. Wenn ich zwei, gib mir einen Siegpunkt und ich da einen krieg. Das zweite Aktion, gell? Ja, ich habe auch gerade was Cooles gesehen. Ich mach das jetzt einfach mal so. Ich gebe die vier aus. Setz den hier drauf. Krieg eins von diesen Kulturdingern. Wo sind sie? Da. Ich verrechnet hat sie es immer noch. Fertig? Und, ja. Gut. Ich werde Kultur forschen, meine ich. Und zwar gehe ich für Produktion und Kultur. Also 1 Kultur, 4 Produktion. Gelenke. Ja, ich habe schon gesehen. So, das war die erste. Und jetzt habe ich die Luft angehalten. Ich will den Kreml kaufen. Das sind 8, 5 und 3. Dafür bekomme ich nochmal 2 Kultur. Plus ich bekomme 4 Authority, die jetzt nicht so wichtig sind. Aber... Guck mal, für die Endabrechnung bringt das was, weil ich viele Gebiete habe. Ein Siegpunkt für jeweils 4 Gebiete. Gut. Ich hätte dafür die Karte spielen müssen. Und ich hätte was ziehen müssen. Gut, das war jetzt so. Oh Gott, das vergessen wir öfter. Zack. Das hätte ich auch eigentlich so. Ja. Letzte Runde würfeln. Bist du zuerst. Ja, was soll ich groß machen? Ich spiele die jetzt erstmal aus. Jetzt habe ich noch 2 Aktionen. Mhm. Habe ich auch überhaupt keine Ressourcen mehr. Ich kann mir stopp! Darf ich das noch machen? Was? Ich habe ein Monument gemacht, da habe ich eigentlich eine Extra-Aktion. Ja, ich dann vergessen. Mach. Ja, dann mach. Ich habe es vergessen. Nein, mach doch. Wirklich? Ja, mir ist das egal. Ich glaube, du gewinnst sowieso am Ende. Boah, das glaube ich nicht. Guck mal, was du da an Ressourcen noch hast. Ja, nicht mehr viel. Ja, hallo? Das ist ja, du kannst das ja alles umtauschen. Ach nee, stimmt, dafür brauchst du die Monarchie. Gell? Die habe ich nicht mehr. Ich würde, aber wenn du es mir anbietest, mache ich es noch. Ja, mach doch einfach. Die zusätzliche Aktion. Dann würde ich... Kann ich in der Zeit ja mal überlegen, was mit meinem... Ich glaube, ich breite mich 2-mal aus. Mehr kann ich eh nicht machen. Ja, dann gebe ich hier die 5 Gold aus und steige nochmal hier auf den Track da drüben. Krieg dafür 4 Produktion und 4 plus 1 Gemüse. Ich kriege immer 1 mehr. Warum holst du dir so viele Ressourcen? Weil ich sie brauche. So, hast du eine Karte eine entsprechende. Wer weiß. Naja, du wärst ja auch blöd, wenn du es nicht. Natürlich hast du da in der Richtung was. Oh, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Ich bin in... Jetzt ist es berührt geführt. Kannst auch gerne nochmal. Nee, jetzt ist es berührt geführt. Jetzt muss ich kurz überlegen. Nee, irgendwann hat es auch mal gut mit Umtauschen. Hier. Wie war das? Du darfst generell darfst du ja 2 abgeben von hier nach da und da um für die Ressourcen, gell? Ja. Und dann eine Ressource. Jetzt ja. Kurz überlegen, wie viel ich hier habe. Das darfst du auch mehrfach machen oder darfst du es nur einmal machen? Ja. Okay, das wären 3 Ressourcen. Aber dafür kriegst du ja nichts. Das sind die Weltwunder ja zu teuer. Na, ich weiß, was ich mache. Einmal da. Einmal da. Natürlich eine Extraktion. Ja, ist okay. Shit, jetzt fehlt mir eine Aktion.
Cool, also das Ende von dem Spiel finde ich richtig gut eigentlich, weil du richtig viele Synergien hast, ne? So Kettenaktionen. Da komme ich auch nicht hin. Das ist doof. Was kann ich denn noch machen? Ah, da kannst du auch nicht mehr die Regierungsform wechseln. Aber ich könnte auch... warte mal, da muss ich kurz gucken. Ich könnte auch noch einen Handelsposten zu dir stellen, oder? Kannst du machen. Ich muss nur gerade gucken, Handelsposten... da oben. Wie komme ich denn? Ich komme auch nicht mehr zu ihm. Feld, nö. Das bringt mir aber gerade gar nichts. Weil dann gehe ich zwar hier unten zwei, aber das bringt mir da oben ja, weil ich da nicht mehr vorankomme. Nüscht. Ich kann mich ausbreiten, aber ich krieg für die Anzahl der Felder kriegst du ja am Ende auch nichts. Nicht, wenn du nicht eine Karte dafür hast. Ja, eine Wunderkarte. Habe ich nicht. Achso, aber ich könnte mal gucken, doch, was ich hier draufstehen habe. Also da kriege ich nämlich nochmal einen für zwei, aber ansonsten. Und das war eine Sofortaktion, okay, das ist wichtig. Aber das ist gut gemacht, weil selbst wenn ich jetzt hinterhältig wäre und dich am Ende angreifen würde, würde ich ja voll auf die Nase kriegen, ne? Es würde nur machen Sinn, wenn du halt irgendwie einen krassen Bonus hättest. Aber ich würde 3 Kulturpunkte verlieren, das ist nicht gut. Ja, ich kann halt auch überhaupt nicht einschätzen, was gibt es Ressourcen am Ende noch? Ja, die Ressourcen werden ja in Gold umgetauscht. Okay. 3-1. Weil im Endeffekt ist, glaube ich, das Sinnigste, was ich machen kann. Ich kann ja noch 2 Aktionen machen. Ja, mach doch. Ist mir einfach 6 Nahrung holen. Mach das doch. Mach ich auch. Und wenn es nicht so sinnig war, ist jetzt auch egal. Also ich mache mal was Schönes. Ja, du hast ja auch deutlich mehr Ressourcen. Aber die sind gleich weg. Ja, aber das macht ja. Aber du kannst ja dafür sicherlich eine super Aktion machen. Who knows? Naja. Muss mir da jetzt nicht erzählen, dass bin du ich dran? Schmutz hast. Ja, logisch. So, ich spiele die Karte aus. Werd mit meiner ersten Aktion ein Monument errichten, den CN Tower. Das sind 4. Oh, guck mal, ich habe schon hier gemischt. 4 und 3. Und damit habe ich den CN Tower, krieg eine Kultur. Das ist sehr wichtig, dass ich die eine Kultur kriege. Bin ich nämlich bei 14. Und der gibt nämlich Siegpunkte für Städte nochmal. Jetzt kriege ich aber eine Extraktion erstmal. Die Extraktion nutze ich, um hier hochzugehen und kriege 2 Gold und ein Gemälde. Great Work of Art. So, und ich habe noch eine Aktion. Irgendwie ist das ja, naja, wohl okay, ist ein Zivilisationsspiel, dass du auf einmal so irgendwelche Gemälde kriegst. Great Works of Art. So, das ist nämlich nochmal, guck mal, das gibt Siegpunkte nochmal am Ende, wenn ich das habe, und das habe ich ja. So, ich habe noch eine Aktion, aus der muss ich was Kluges machen. Das Gold kann man ruhig mal aufheben, das muss man nicht ausgeben. So. Ja, mir fehlt es. Ja gut, ich habe ja auch eine ganz andere. Ich habe nur noch eine Aktion. So, warte mal. 2 Gold sind ein Siegpunkt. Da wird nochmal was umgetauscht. Was mache ich mit der letzten Aktion? Guck einmal mal, ob du vielleicht noch ein Bild unterbauen kannst. Ach, ich habe wieder keine Karten gezogen. Battle Tank, ne, Tanks egal. Nee, guck mal hier, wenn ich hier hochgehe und noch so ein Great Work of Art oder Geld, guck mal, das sind 3 Siegpunkte, immerhin. Mhm. Und das wäre das dritte Gemälde und das wären 2 Siegpunkte. 2 Siegpunkte Differenz. Wenn du nicht noch irgendwas anderes hast, so wie ich zum Beispiel. Puh, aber das ist ja auch krass hier, ne? Guck mal hier, ich könnte tatsächlich 5 ausgeben und 6 bekommen. Dann machst du doch. Ja. Ich überlege nur gerade, ob ein Expandieren mir noch Sinn macht. Warte mal, ich muss nämlich eine 4 haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, das sind nämlich auch 3 Siegpunkte, geteilt durch 4 nämlich. Das heißt, ein Expandieren wird mir nichts mehr bringen. Ja. Ich könnte eine Stadt bauen. Nee, ich habe sie freigeschaltet. Das macht Sinn. Die habe ich gerade freigeschaltet, die 4. Stadt. Dann mache ich es nämlich so, dass ich die Stadt mir kaufe und die Stadt hier einsetze.
Dann gehst du da auch nochmal eine Leiste. Das stimmt, das bringt zwar nichts, weil hier komme ich nicht hoch mit Supply. Aber damit endet das Spiel. Beziehungsweise erstmal die Epoche. Jetzt kommen wir zur Epochenabrechnung 3. Und zwar sind wir in Epoche 3. Da kriegst du, weil du höher bist, ein Great Work of Art, bitte. Mhm. Ja, gut, das war jetzt abzusehen. Mhm. Dann kommen wir bitte zum Trade Income. Da bekomme ich tatsächlich 5 Gold. Ui. Ich bekomme 5 Gold. 3, 4, 5. Und dann bekomme ich 4 Kultur. Mache ich mal gerade. 1, 2, 3, 4. Ja, so viel weiter weg bist du da ja gar nicht mehr. So, jetzt wird es interessant. Oh Gott, doch, ich kann es zahlen. Guck mal, ich muss 12 zahlen für 4 Städte. Also, warte, ich zahle mal. 3, 6, 9, 12. Naja, ich habe hier die 6 schon beiseite gelegt, die ich brauche. Für die 2 Städte. Und dafür bekomme ich 16 Punkte. Ja, die schreibe ich mir gleich auf hier bei der Endabrechnung. Bei der Endabrechnung, ne? Merken wir uns einfach. Also, dass ich es bezahlt habe. Es geht ja nur darum, hast du auch bezahlt? Dass du ich habe auch bezahlt, hast. Ja. Jetzt kommt die Gold-Conversion und zwar 3 zu 1. Das heißt, ich bekomme nochmal ein Gold hier für meine 5. Nehme ich mir ein Gold. Na toll, bei mir fehlt es. Ja, ich krieg 2 Gold. Barbaren gibt es nicht mehr. Restore, würdest du jetzt hier restoren? Und Warmonger gibt es nicht. Ja, kommen wir zur Endabrechnung. Und zwar, schreiben wir mal auf. Gib mir einen Zettel gerade, ja, dann nimm den abgerissenen. Also, dann machen wir mal los. Endabrechnung. Wo schreibt man den Namen denn da, oder? Ah, ja. Christian. Und wofür ist die Fahne? Wofür ist die? So, wie viele Siegpunkte hast du da? 27, ne? Ja. Und ich? Nur 18. So weit bist du gar nicht. So. Jetzt kommen wir zu Würfeln auf dem Land. Ich glaube, es sind 14 bei mir. Ich hatte eben gerade gezählt, oder? Ach so, warte mal. War das nicht gut? Nein, Würfel auf dem Spielbrett. Cubes, diese. Es sind 14 bei mir. Und wie viele sind es bei dir? 5, aber hätte ich gewusst. Ja, gut, das habe ich dir aber gesagt und hingelegt. Ja. Jetzt kommen die Städte. Da hatte ich 16 Städte. Ja, ich habe damit aufgeholt. Und du hast? 8. 8 Städte. Dann kommen wir zu Great Works of Art. Du hast 3, ne? Also ich bin ja immer noch der Meinung, das wäre ja für dich noch gut, dass du tatsächlich, du hast doch am Ende jeder Epoche die Belohnung bekommen. Also müsstest du am Ende der Epoche auch diese Belohnung bekommen und dann gibt es nochmal die Endwertung. Das musst du nochmal nachgucken. Nein. Die City, die wird jetzt gerade abgerechnet. Jetzt. Es wird nicht doppelt abgerechnet. Naja, gut. Dann nein. Für mich ist es ja in dem Fall besser. Nein, warum soll ich? Guck mal, da steht es doch. Eine City, 4 Victory Points. So. Great Work of Art hast du 3, ne? Sind 5 Punkte. Gibt es da auch schon gleich mit Bonus oder? Nein, das kommt gleich. Okay. Das kommt gleich. Also 5. 3 Stück, ja. 5. Ich habe 2, sind 3 Punkte. Honor Tokens hast du 1, gell? Ja, da hast du doch. Und ich habe 9. 2, 4, 6. Nee, warte mal. 2, 4, 6, 8, 9. Ja, wenn 10 im Spiel waren. So. Jetzt kommen wir zu diesen Dingern und den ganzen Sanduhren. Da kommst du jetzt auch ins Spiel. So, pass auf, immer erstmal meins, ja? Ich bekomme einen Siegpunkt pro Stadt, sind 4, merkst du, ja? Mhm. Dann bekomme ich einen Siegpunkt pro 4 Felder, sind 3. Sind 7. Dann bekomme ich einen für kulturelles Einkommen, 7 plus 4 sind 11. Mhm. Dafür bekomme ich keine Punkte, weil ich keine Sandsachen habe und die gibt keine. Wie viel hatten wir? 11. Dann bekomme ich nochmal 2 Siegpunkte, weil ich mindestens 6 Demand habe. Ja, sind 13. Ne? Und sonst dürfte das... Dann muss man hier nochmal gucken, auf den Karten her. 13, ne? Ja. Okay, und jetzt deine Karten. Na gut, dann fange ich mal... Eine für 2, also es gibt einen Punkt. Ja. Dann... 3, weil ich 4 Wunder habe, also sind 4 Punkte. Ja. Und dann nochmal ein, weil ich ja auch nochmal einen Punkt pro 2 sind 5 Punkte. Mehr war es, glaube ich. Da ist nichts mehr? Unten nee, drunter? Da ist unten drin, das war die einzige Karte, also 5. Gut, dann Gold, Umrechnung, 2 Gold, 1 Siegpunkt. Ich hätte dann nochmal 4. Nicht 2. Zwei.
Der hat da nichts mehr gebracht. Nein, nur das Gold. Ja. Da habe ich dich echt nochmal eingeholt. Okay, wir haben 32, 40, 46, 51, 53. Da habe ich doch gewonnen. Natürlich. So, sind 32, 48, 51, 60, 77. 60, 77. Ja, das war mein großes, episches Playthrough zu Epochs Course of Cultures. Ihr seht es an der Besetzung, Christian hatte leider keine Zeit mehr, aber ich werde auch seine Rückmeldungen an der Stelle weiterreichen. Ja, uns hat das sehr, sehr gut gefallen an dem Spiel, dass wir drei Epochen, also genau 18 Spielrunden spielen. Das Spiel hat also eine festgelegte Anzahl von Spielrunden und wir können daher ziemlich gut absehen, wie lange wir spielen. Also wir haben jetzt 2,5 Stunden gespielt. Mit Erklärung, und das ist eigentlich eine angenehme Spielzeit. Wir spielen über die 18 Spielrunden genau 9 Erfindungskarten, bauen uns da also eine Engine auf. Und was ihr gesehen habt in diesem Playthrough, wir haben häufig diese Soforteffekte gespielt, um sehr, sehr starke und viele Belohnungen direkt zu bekommen, haben aber dann eben nicht diese passiven Boni bekommen, über die man aber auch sehr, sehr schön spielen kann. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt am Spiel. Hier kann man wirklich so, ja, sehr seinen Spielstil kreieren und den wirklich, ja, Raum geben. Das ist wirklich eine Stärke des Spiels. Wenn man also einfach ein bisschen nach hinten heraus spielen will, muss man eben viele passive Boni spielen. Wir haben eben häufig über die Ressourcen gespielt. Was ihr auch gesehen habt, während der ersten zwei Epochen war es sehr kriegerisch, also unser Spiel. Ich war sehr aggressiv zu Beginn. Christian hat dann darauf geantwortet. Und das hatte auch zur Folge, dass wir uns gegenseitig bei der Expansion blockiert haben. Aber wir haben eben auch Strafpunkte bekommen, nämlich bei der Epochenwertung über die Kulturleiste. Das muss man wirklich wissen. Und das war auch ein Aspekt, den ich im Playthrough gesagt habe, dem das Spiel Rechnung trägt, nämlich der Kriegsherr, der Warmonger, der wird dafür bestraft, während er natürlich die Möglichkeit hat, die Mitspieler zurückzudrängen. Ich hatte das hat sich im Nachhinein gezeigt, recht geschickt gemacht durch meine Truppen, also diese Chariot Archers und die Chariots, die eben die Ebenen dominiert haben. Und da kam Christian an der Stelle nicht so raus. Und ich hatte ja dann später, das spreche ich gleich nochmal an, über gewisse Wunder, die im Prinzip wie bei anderen Spielen, ich denke da gerade so ein bisschen an Lisboa Erlasskarten, also Endzielwertungskarten, am Ende nochmal ein paar Punkte rausgeholt haben. Also da waren, glaube ich, so um die 8 Punkte nochmal drin und ich glaube, rückblickend habe ich das an der Stelle nicht schlecht gemacht. Später haben wir dann also in der dritten Phase auf das Kämpfen verzichtet, weil wir gesehen haben beide, was da rauszuholen ist, haben dann auf die Expansion geachtet, das kam mir zugute, Christian war ein bisschen eingekesselt, hab dann so ein bisschen nach Westen und nach Südosten expandiert und wir haben uns eben auf die Wunder konzentriert und ja, haben auch versucht, noch ein bisschen auf den verschiedenen Leisten zu steigen. Also da gibt es wirklich eine ganze Menge Möglichkeiten nach hinten raus, sehr, sehr viele Synergien zu spielen und zu erziehen und das macht Epochs Course of Cultures wirklich sehr, sehr gut. Also da merkt man wirklich diese Euro-Aspekte, die da reinkommen, nämlich zum einen diese eben genannten Erfindungskarten, mit denen wir unser Engine bauen, aber vor allem eben die verschiedenen Wertungsmöglichkeiten. Ihr habt das eben auf dem Blog gesehen, also die Honor Tokens und die Great Works of Art und die ganzen Wunder, bei denen wir eben versuchen können, durch das geschickte Integrieren verschiedener Wertungen mehrfach Punkte zu erzielen. Also da haben wir auch einen sehr, sehr großen Variantenreichtum und eben einen sehr, sehr hohen Wiederspielwert. Also Epochs Course of Cultures hat uns sehr, sehr positiv überrascht. Also ich habe es jetzt insgesamt 4-mal gespielt. Bis jetzt werden auf jeden Fall noch ein paar Partien dazukommen. Spielzeit 90 Minuten zu zweit, finde ich, ist utopisch. Hier sind 2 bis 3 Stunden angegeben. Die braucht man auch. Also auf jeden Fall 120 Minuten, wenn dann auch alle am Tisch das können. Natürlich steigt die Spieldauer mit der Anzahl der Spielenden. Aber es ist auf jeden Fall eine extrem coole Erfahrung. Und ich kann das Spiel auf jeden Fall Eurogamern empfehlen, die eben diese
Thematik, dieses, ich sagte es im Preview, Age of Empires Thematik, die das mögen. Und ja, für mich ist es auf jeden Fall ein Spiel, was ich in meine Sammlung integrieren möchte. Ich bin auf jeden Fall im Kickstarter dabei, freue mich sehr auf das Spiel. Schreibt mir jetzt nochmal alles in die Kommentare, was ihr zum Spiel wissen wollt. Schaut euch gerne nochmal mein Unboxing an für die verschiedenen Komponenten. Schaut unbedingt ins Preview rein, wo ich euch das Ganze vorstelle. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Freue mich, wenn es euch gefallen hat. Dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert auf jeden Fall den Kanal. Und läutet das Glöckchen, damit ihr keine zukünftigen Videos wie dieses verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Marcel, euer Herr der Spiele.